Oh, hallo! Na? Na? Wie geht's? Na? Na? Alle online? Klappt alles? Klappt alles? Guck mal hier auf den Kontrollmonitor. Sieht gut aus? Kurzer Soundcheck? Sag mal was. Test. Hallo. Mein Name ist Jonas Ressel. Mein Name ist auch Jonas Ressel. Sehr gut. Hallo. Fun Fact. Sieht gut aus. Ich habe schon mal mit vor 15 Jahren mit jemandem geschrieben, der auch Jonas Ressel hieß. Was heißt, du hast mit ihm geschrieben? Das klingt immer so gleich so Online-Sex-mäßig. Wir haben unsere Identitäten getauscht und unsere Eltern haben es nicht gemerkt, weil Leute, die Jonas Ressel heißen, die sehen auch genauso aus. Das glaube ich. Gibt es nicht so diesen Trend? Ich weiß nicht, ob man das einen Trend nennen kann. Das ist, glaube ich, so eine ganz besondere Form des Fetisch Catfishing, wo Männer mit anderen Männern chatten, die so tun, als wären sie Frauen und alle wissen, dass sie wissen, dass das der andere Mann ist, aber irgendwie steht da drauf, verarscht zu werden. Kennt ihr das? Nein. So kenne ich es nicht. Das kenne ich nicht tatsächlich. Aber ich dachte, Catfishing ist so hinterher. Nee, Catfishing, doch, nee, das ist recht. Das Catfishing ist aber... Ich habe mit Catcall verwechselt, aber... noch nicht in der Szene. Ja. Aber an der Stelle danke an XXL Booster, ne? Ja, 6 Monate abonnieren, halbes Jahr jetzt, juhu, der Podcast bei Deep und Dumb übrigens mega. Und zack, da hat der Carlton auch direkt Abo sogar. 4 Monate, 2 Monate Folge. Ihr seid die Kings, schreibt er selber. Nice. Ist das gerade so Trend, andere Kings zu nennen? Weil ich habe heute einen Instagram-Post gemacht von uns dreien. So mit so einem Bild, wann haben wir das gemacht? 2017, glaube ich. Haben auch alle Kings drunter geschrieben und sowas. Vielleicht ist das so ein bisschen. Eine Zeit lang war mein Lieblingsfilm übrigens Free Kings. So eine echt? Kurze Zeit in der. Ich finde den geil, ich stehe dazu. Ja. Ich habe den einige Male gesehen. Ja. Aber wärst du lieber oder wärt ihr lieber ein King oder wärt ihr lieber ein Ehrenmann? Ich bleib bei King. Ja, King ist schon cooler. Ja. King ist irgendwie cooler. Finde ich auch. Das macht Alper also in seiner Freizeit. Nee. Also da hat auch jemand geschrieben, nämlich RG Moritz, Catfishing ist, wenn man es nicht weiß. Aber das ist irgendwie, es gibt auch diese Form. Das habe ich irgendwie, jetzt hat irgendeine Pornodarstellerin mal erzählt. Okay. Pornodarstellerin. Gut, das... Okay. King NG, Dankeschön, bis auf den 6. Monat. Nice. Und ES282410, 5 Monate. Ihr seid die Kings. Siehst du schon wieder, was ist los? Ich fände es aber cool. Was ist... Micha, meinst du, Dankeschön. 2. fortlaufender Monat. Ich glaube, der Monat ist bald um, deswegen werden die ganzen Abos jetzt verlängert. Nehmen wir doch gerne mit. Nehmen wir mit. Ich fände es witzig, wenn irgendwann die Leute wieder so ein bisschen sich auf die alten Tage besinnen würden. Dann wird man nicht als King bezeichnet, sondern als, er dreist halt Fürsten. Fürsten der Finsternis. Majestät. Majestäten. Hier schreibt noch Carlton, ich glaube, das King-Ding ist schon älter. Ich glaube auch, dass das so 700 nach Christus irgendwann. Ja, das könnte natürlich schon sein. Aber meinst du, man ist irgendwie mal zu Karl dem Großen gegangen und gesagt, hey, du bist der King, Junge. diese Richtung in der Geschichtsforschung, die behauptet, dass es Karl den Großen gibt. Ja, dass es mehrere Personen gibt, die dann irgendwie... Weil was, es gibt kein richtiges Abbild aus der Zeit oder sowas? Ja, dieser Simon Zockt schreibt auch, klar bleibt Alper beim King, er ist ja nicht umsonst der Heimwerker-King, aber ich würde hier gerne mal einhaken. Ja. Ich bin schon lange nicht mehr der Heimwerker-King. Wir haben einen neuen Heimwerker-King im Game. Jonas! Hat er dich da angesprochen, Jonas? Ja, ich hab mir schon gedacht, dass sich mein Insta-Bild vielleicht ein bisschen triggert. Der Worker. Ja, ohne... Mich hat getriggert, dass du mich plötzlich gefragt hast, so, was soll ich kaufen an Werkzeug? Mich hat nur getriggert, dass du keine Schutzbrille getragen hast, Jonas. Ja, die habe ich für das Bild ausgezogen, weil ich hatte auch noch eine Maske auf. Ich habe Reifen auch... trägst du eine Schutzbrille? Ey, klar. Echt? Ja, einfach nicht. Das Problem war, ich habe das Indoor gemacht und die Schleifmaschine von dir, Alper, die ist ganz gut, aber die dampft da hinten ganz schön viel Zeug aus. Das stimmt. Sonst hätte ich, glaube ich, jetzt Holzaugen. Ja, das stimmt schon, das kann schon sein. Ich überlege gerade auch, ob ich nicht auch aus Nervigkeitsgründen auch schon Schutzbrille. Nee, aber Maske auf jeden Fall. Ich hatte gerade so ein kleines Kleberdesaster. Und zwar, pass auf, ich muss was ausholen. Ich habe an meinem Kühlschrank, ne, also da ist ein Tiefkühlfach. Und das ist so eine Klappe, die man so aufzieht, ne? Die zieht man so auf. Und da, das hängt in so einem, in so zwei Aufhängern drin und da so ein kleines Nippelchen drin, links und rechts, wo das Ding einhängt, ne? Ist klar. Und einer ist abgebrochen. Einer ist abgebrochen, aber so richtig kaputt gegangen.
Der Kühlschrank war ja irgendwie auch schon vorher in der Wohnung drin und so ein Kram, ne? Und ich hab gedacht, ey, wie kriegst du denn jetzt so ein neues Nippelchen? So eine scheiß Tür kostet 90 Euro. Ich kaufe dir nicht für 90 Euro eine neue Tür, weil das Nippelchen abgebrochen ist. Pass Darf auf. Darf ich raten? Ja? Darf ich raten? Hm? Du kennst jemanden mit einem 3D-Drucker? Ja, kenne ich, aber dafür nicht. Ich vor allem nicht. Ich habe mir Knetgummi genommen und habe das andere Stück hineingedrückt und dann habe ich gedacht, okay, was nimmst du zum Auffüllen? Dann habe ich Heißkleber genommen und habe das ausgefüllt, trocknen lassen. Perfekt, perfekt. Jetzt kommt aber die Krux an dem Ganzen. Ich habe dann einen super geilen Schnellkleber, Superkleber genommen und dachte so, klebst du den auf den Kleber und auf das Plastik? Das hält nicht. Es hat nicht gehalten. Dann habe ich einen anderen Kleber besorgt, hat nicht gehalten. Dann habe ich in meiner Verzweiflung doppelseitiges Klebeband genommen. Das hat einen halben Tag gehalten. Und jetzt habe ich heute nochmal richtig mit der Heißklebepistole nochmal richtig nachgezogen, dass sich eine Schicht heiß um die Tür bildet und um dieses Nippelchen. Und jetzt hält es gerade. Und jetzt hoffe ich, dass es bis morgen hält, weil dann hat es funktioniert. Ich dachte, wow. Kennst du Sugru? Was, Sugru? Das ist Sugru. S-U-G-R-U. Das ist so ein, ich glaube, das ist schon ein bisschen Werbung jetzt auch, weil das eine Marke ist. Aber die machen genau für solche Zwecke, haben die so einen formbaren Knetkleber. Ah, geil. Ja, ich wollte es halt schnell haben. Richtig. Das ist natürlich was anderes. Aber ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich gesagt habe, dass diese scheiß Tür 90 Euro kostet. Ja, ja, so. Ich kenn's. Jetzt müssen wir hier mal kurz, Lange Lou, 4 Monate, dankeschön. Override, danke fürs Folgen. Detective Yaren, dankeschön fürs Folgen. Die Steffi folgt bereits in 8 Monaten, dankeschön. Und der Micha, 2. Monat. Und jetzt muss ich gucken, wen wir noch nicht hatten. Den Rest hatten wir, ne? Ja, genau. Dankeschön. Der Talk des Jahres im Jahr des Talkes, schreibt Film for Stream. Ja, das erinnert mich an die Oscar-Verleihung von vorletzter Nacht. Letzter Nacht? Vorletzter. Da reden wir morgen darüber. Ja, ich wollte gerade sagen, willst du uns zum Podcast? Willst du den Podcast vorgreifen? Das ist schon mal ein kleiner Spoiler. Und es geht aber weniger um die Gewinner- und Verliererfilme und mehr darum, was, braucht man das heutzutage noch, die Oscars und viele weitere interessante Themen dazu. Und war das langweilig und warum gehen die Quoten so in den Keller? Pass auf, ich mache eine Umfrage zu den Oscars, ob die Leute die noch brauchen. Langolo schreibt ja auch schon, die Oscars waren schon. Ich glaube, also das war das erste Mal in der Geschichte der Oscars, dass die Einschaltquoten unter 10 Millionen waren. Ja. Also es gab, das war das allererste Mal in der Geschichte der Oscars, beziehungsweise seit, weiß ich nicht, seit Quotenaufbau. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall seit Jahrzehnten. Ja, vor allem, ich habe dann auch nochmal so eine Statistik gesehen, wie es davor war in den Jahren. Und dann irgendwie so in den 2000er Jahren, ich glaube so 2002, war es bei über 40 Millionen. Naja, ja. Also nur um das mal in Relation zu setzen, ich meine. Aber da reden wir auf jeden Fall morgen darüber. Genau, lass uns nicht zu sehr verheizen. Ist eh nicht mein Lieblingstipp. Lustige Frage von Film for Stream. Ja? Ich will, dass ihr jetzt nicht googelt. Ne? Ich find, wir sollten das wetten. Oh Gott, nein. Also was schätzen. Jetzt? Wisst ihr, wie viel eine Bärenfalle kostet? Eine Bärenfalle? Die ist illegal. Die ist illegal. Wir reden nicht von einer Wolfsfalle. Ja, du darfst nicht mehr aufstellen. Nee, das ist Tierquälerei. Bärenfallen sind illegal, ja, das wusste ich gar nicht. Das ist illegal. Wolfsfalle illegal oder Bärenfalle? Ja, dann eine Wolfsfalle. Die sind legal? Nee, alles nicht. Auch nicht. Diese ganzen Schnappfallen sind. Weil das Tier tritt da rein, hat eine Wunde am Bein, kommt nicht weg und verhungert, verdurstet, verblutet. Das ist absolute Tierquälerei. Ey, wisst ihr, was mir gestern passiert ist? Das ist eigentlich auch eine funny Story. Ich bin in der Bärenfalle getreten. Nee, das nicht. Ich habe auf dem Boden gesessen im Wohnzimmer bei mir. Also wirklich genau hier, ne, wo mein Teppich hier ist. Da kam ein Bär rein und du hast dir eine Bärenfalle gewünscht. Passt. Da saß ich so lass es 22:45 gewesen sein, ne? Ja. Und ich habe Karten gespielt. Ich spiele gerade relativ viel das Kartenspiel Marvel Champions. Dazu wird nächste Woche, das kann man auch alleine spielen, gegen das Spiel quasi. Und dazu werde ich auch nächste Woche bei einem großen deutschen Brettspielkanal, nämlich Hunter and Friends, mit denen was drehen. Da freue ich mich sehr drauf. Egal. Auf jeden Fall sitze ich da in aller Ruhe, ne? Plötzlich sehe ich im Augenwinkel eine Bewegung. Und es war eines der weirdesten Insekten, die ich so in meinem privaten, im Alltag so gesehen habe. Okay. Und ich habe das dann recherchiert und versucht rauszufinden, was es ist. An dieser Stelle danke, Piotr Parker. Und ich komme nicht so ganz drauf, weil ich es halt direkt gekillt aus so einem Reflex heraus, ne?
Also auch total erschrocken. Googelt mal Spinnenläufer. Spinnenläufer. Oh. Die Dinger gibt es sonst nur in der Mittelmeerregion. Das klingt wie eine Netflix-Serie. Die Dinger sind eigentlich eher Nützlinge, weil sie Spinnen in deiner Hut. Ja, eben. Die sind doch voll cute. Die kennst du nicht? Ich finde die halt so gar nicht cute. Echt nicht? Ich weiß nicht, aber gut, ihr fandet auch Trichterspinnen nicht so cool. Geißelspinnen. Geißelspinnen war. Also ich habe eigentlich kein Problem mit Spinnen, aber das ist wirklich Nightmare Fuel. Aber ihr habt schon mal, wie heißen sie denn? Spinnenkrebs? Nein, wie heißen sie denn? Kamelskorpione. Oder was meinst du? Nee. Kamelspinnen, so heißt die. Was sind wir schon wieder hier angelangt? Seespinnen? Nee. Die ganz großen, das sind so, die sind größer als ein Mensch. Aus dem Meer, die Spinnen, oder was? Ja, die sind so japanische. Ja. Die 3 Meter des Dings, gigantisch. So, wir haben eine Umfrage beendet. Wir haben fucking Hype Train, what the hell? Oh ja, haut raus. Dankeschön für den Hype Train. Und jetzt ist die Umfrage weg. Jetzt weiß ich nicht, ob die Oscars sinnvoll sind oder nicht. Wir werden es niemals rauskommen. Tja, niemand wird erfahren, ob die Oscars wichtig sind. Der Chat wird uns es vielleicht verraten. Ob es wichtig ist. 75% sagen ja. Ja, aber klar, wir sind Cinema Strikes Back. Ist doch logisch, dass die Leute hier im Game, aber wir werden morgen drüber reden. Wir werden nur morgen drüber reden. Wir können wir können es leider nicht mit einbauen, aber. 75%, hätte ich nicht gedacht. Zu der Ursprungsfrage, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich glaube, eine Bärenfalle kostet 250 Euro. Das hast du doch gegoogelt. Nee. Hast du noch nicht gegoogelt? Nee, aber darfst du die überhaupt kaufen? Darfst du die überhaupt kaufen? Achso, ich habe gedacht, du weißt die Antwort. Ich? Das war eine Frage. Ich weiß nicht mal, dass es illegal ist. Aber ich meine, das sind 3 Stücke Metall, eine Feder auf Spannung und eine Kette dran. Mehr ist das doch nicht, oder? Oh. Gab es nicht in Red Dead Redemption eine? Ich hätte jetzt so 40 Euro gesagt. 30. Aber kannst du es überhaupt kaufen? 75 Euro hier auf Wish. Nee. Ha, was? Du kannst dich auf Wish bestellen? Ich hab. Dann liege ich mir sehr falsch. Es gibt, es gibt aber eine Fußmatte mit ein Willkommen-Metall-Spaßschild mit Bärenfalle. Da steht Welcome und darunter ist eine Bärenfalle drauf. Das ist ja witzig. Geil. Aber ich habe tatsächlich auf eBay so eine alte Bärenfalle, so eine richtig alte, klassische Bärenfalle gefunden und die gibt's hier für 76 Euro, aber das ist ist, glaube ich, der Preis. Selbstabzugeisen ist wohl der professionelle Ausdruck und du kannst dir eine für Marder kaufen. Boah, ey, Leute. Das ist richtig fieses Zeug. Lass das. Ja, lass das auf jeden Fall. Ja, aber auch, das muss man ja auch dazu sagen, so alle Insekten, die wir aufgezählt haben, die ja eklig sind, eigentlich sind das ja total harmlose, nützliche, teilweise Tiere. Ich hab so einen Kanal gefunden von so einem Dude aus Tirol, also er spricht Deutsch. So ein Biologe, der macht die ganze Zeit auch Videos über Spinnen und sowas und der zeigt auch so, was so in Deutschland eingewandert ist. Und denkst du so, okay, es wird immer ein bisschen größer hier. Also, das ist dann so groß, schwarz und denkst so, ja, okay. Sind alle nicht lebensgefährlich für unser Eins, aber ich hätte die nicht gerne in meinem Schlafzimmer nachts. An dieser Stelle auch, wir haben nächste Woche ein Special in Planung, also es kommt am Dienstag um 17 Uhr. Da geht es auch zum Teil um Insekten, nämlich um die Geschichte der Stop-Motion. Das ist ein Video, das mich mit sehr viel Freude füllt, weil ich glaube, das wird eines der besten Videos von Cinema Strikes Back, die es bisher gab. Aber ich habe den Schnitt noch nicht gesehen, ich will es noch nicht vorwegnehmen. Aber ich mag es sehr bisher. Und was? Juvesserdeune Forward, Dankeschön fürs Folgen. Und Rodera 2106, Dankeschön fürs Folgen. Und hatten wir der Flight the Noob schon erwähnt? Dankeschön. 7 Monate im Folge. Sehr nice, euch zu dritt live zu hören. Ja. Wahrscheinlich Flip, nicht Flight. Flip, was habe ich gesagt? Flip. Ja, ich war noch oben bei dem sehr komplizierten Üversinden. Ich krieg's nicht hin. Übrigens, ich habe für euch für später noch was mitgebracht. Oh ja, freu mich. Da habe ich von meiner Mutter Bilder geschickt bekommen. Oh, Jonas, das ist die falsche Plattform, wir werden gesperrt. Ja. Nee, wir werden heute tief in die Psyche des Jonas Ressels abtauchen. Kinderbilder von Jonas! Kinderfotos von Jonas! Nein? Nee, Gemälde! Zeichnungen, du hast die Sachen, die du gezeichnet hast. Oh, Kinderbilder!
Oh, oh geil. Gott, ich erinnere mich an eins, an die Geschichte mit Godzilla flog irgendwo hin und tötete alle. Ja. Ja, nee, aber das, was ich geschickt bekommen habe, das macht mir schon eher Sorgen. Oh Gott, bestimmt irgendwelche abgehackten Köpfe und irgendwer verbrennt oder sowas. Ja. Oh, da wussten wir nichts von. Können wir das hier im Chat dann zeigen, im Stream? Ich glaube schon. Ja. Solange sagen wir, danke Brian O'Connor, 757, 4 Monate abonniert. Nice and steil. Sehr cool. Godzilla in den Bauch geboxt, hat sich Deckard so was. Dann habe ich Godzilla in den Bauch geboxt und er war tot. Ey, ich sag dir, bei Filme schlecht gemalt ist der Typ im grünen Shirt auch immer noch ein Running Gag, ne? Also. Der Typ im grünen Shirt. Als Jonas stimmt. Godzilla erklärt hat. Erinnere mich. So wettet. Als Filme schlecht erklärt, hast du Filme falsch erklärt. Ja. Vor allem grün. Oh Mann, oh Mann. Five the Clone schreibt, wurde etwa gefilmt, wie er seine Mutter geschlagen hat. Oh. Geil. Was hast du eigentlich, apropos Five the Clone, hast du eigentlich den Trailer, der kam vor ein paar Wochen raus, zu The Bad Batch gesehen schon? Ich glaube schon, ja. Wie fandst du ihn? Bin ich so gehypt. Also ich lasse mich auf den Trailer eh nicht mehr so schnell hypen, tatsächlich. Aber ich... Doch, ja, schon. Was sagst du? Ich bin gespannt. Also ich hatte überhaupt gar keinen Bock drauf. Mhm. Der Trailer hat mich tatsächlich, also ich bin auch niemand, der sich gerne hypen lässt von sowas, aber tatsächlich hat er mich dann doch eher positiv gestimmt. Und bin mal gespannt. Den Trailer fand ich auch geil. Nächste Woche geht's schon los? Mhm. Ach, krass. Ja, das ist halt noch die Frage, ob ich das direkt gucke oder eher... Weiß ich nicht. Immer so viel zu gucken. Die Leute erwarten noch was von dir, Alper, und zwar eine Kritik auf CSB über Resistance. Oh. Also ich gucke morgen wahrscheinlich das Staffelfinale und es wird nicht besser. Also bei Rebels und Clone Wars ist definitiv eine krasse Entwicklung da und bei Resistance irgendwie es bleibt. Die ganze erste Staffel bleibt mau. Aber Timaeus fragt, Jonas, hast du Clone Wars durch? Ja, ich habe jetzt eine andere Serie weitergeschaut, wo ich nur die ersten 2 Folgen geguckt habe, und zwar mit Marius. WandaVision habe ich jetzt weitergeschaut. Ah, und? Marius, schau's weiter. Schau's weiter? Okay. Ab der dritten Folge wird es erst interessant. Okay. Wie sieht's bei euch mit Falcon and the Winter Soldier aus? Da bin ich mittendrin. Ich bin nicht durch, weil es mich auch nicht so catcht, aber da passiert schon einiges Interessantes und da kehren auch. Ich hatte auch einen, beziehungsweise. Ja, es lebt schon so von ein paar What the fuck-Momenten. okay. Ja, also ich tauche gerade wieder so ein bisschen ins Marvel-Universum ein, wieder, weil ich einfach irgendwie Blockbuster vermisse oder zumindest so das Kino. Erlebnis. Mhm. Und hab jetzt zum Beispiel auch alle 3 Thor-Filme nochmal gesehen in den letzten Tagen. Stimmt, ich hab's bei Letterboxd gesehen. Ich dachte so, wer hat sich das denn nochmal angetan? Also, der letzte ist cool, aber der zweite war so. Ich fand den ersten auch nicht so. Also, ich finde die ersten beiden nicht so, um ehrlich zu sein. Der dritte, da kann man sich auch drüber streiten, aber ich mag ihn persönlich, aber so die ersten beiden haben echt. Also, Aussetzer, sagen wir es mal so. Ich glaube, beim dritten. Was ist mit Chris Hemsworths Augenbrauen los im ersten Film? Wieso ist mir das beim ersten Mal gucken nie aufgefallen? Ja, echt, die Ohren weggeflogen. Ja. Der Marc ist auch da. Grüße gehen raus. Hallo, Marc. Nice. Habt ihr Watchmen geschaut, fragt der Checker. Ich ja. Oh ja, ich auch. Oh ja, wann geht's denn da weiter eigentlich? Ich weiß das nicht. Gar nicht. Doch. Staffel 2? Nö. Was? Watchmen kriegt, soweit ich weiß, keine zweite Staffel, oder? Ich gucke. Nee, du hast ja gemeint, dass Damon Lindelof gesagt hat, dass ihn das so ausgezehrt hat. Ach so, genau. Aber. Also, wenn es weitergeht, dann, soweit ich weiß, ohne Damon Lindelof, was halt dann natürlich schwierig wird. Aber es ist sehr theoretisch. Also, die Serie gibt es her, sagen wir es so. Ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, an alle Leute, guckt euch Watchmen an von HBO. Ja. Das war meiner Meinung nach eine der besten Serien, die ich persönlich gesehen habe der letzten Jahre. Auf jeden Fall. Fand die großartig. Übrigens, Damon Lindelof, Alper, du hast ja am Wochenende Geburtstag. Ich habe eine Idee für ein Geschenk wäre gewesen, habe ich dann verworfen, weil es einfach nicht wirklich möglich ist. The Leftovers, die Serie.
Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da bin ich ja eigentlich auch gar nicht mehr. Und die Serie als Blu-ray-Box oder was meinst du? Ja, genau. Aber, so, krass. Aber es ist super schwierig, da zu kommen. Ja. Ich freue mich ja immer. Also, oh Gott, nee, das klingt jetzt so, als würde ich mir ein Geburtstagsgeschenk erheischen wollen. Das meine ich gar nicht. Ist eh zu spät jetzt. Aber so, wenn ich mir Blu-rays kaufe, dann hole ich mir die immer in Dolby Atmos. Also, da lege ich mittlerweile tatsächlich super viel Wert drauf. Oh, Leute, ich hab's. Ich wohne ja jetzt hier. Ich bin jetzt im zweiten Jahr in dieser Wohnung, ne? Und ich hab's geschafft. Zum ersten Mal sind Nachbarn runtergekommen, weil Film zu laut. Ich hab am Samstag war es, um 11 Uhr Mad Max Fury Road eingelegt. Und der Film musste, der ist einfach durchgehend laut und die haben wohl von oben geklopft und ich hab's nicht gehört. Ja. Und so kam er klingelt so, ups, war zu laut. Oder ja, war zu laut. Ich so, sorry, ich dreh leiser. Aber war aber sehr unbefriedigend. Wenn du einen Film leiser weitergucken musst, ist es sehr unbefriedigend. Ja. Ja. Aber der Film ist auch wirklich durchgehend laut. Immer ein geiler Soundtrack am Start und der Bass wummert richtig geil, ey. Tja, danke an Marius, der böse Nachbar. Danke an meinen Subwoofer. Ey, hier gibt's irgendwo irgendwelche Leute, die haben die ganze Zeit Zoff. Die schreien auch nachts um 5 sich an. Finde ich nicht cool. Also die sollen sich mal vertragen. Boah, ja, das ist auch bei uns hier ewiges Thema. Wir schauen uns hier sogar deswegen auch wieder um. Ne? Also Terrorhaushalte hier. Ja. ist halt so, wenn man mitten in der Großstadt wohnt. Ja. Ich habe keine Probleme. Jetzt ist nur Alper entwickelt sich noch zum Marvel-Fanboy, schreibt Euromancer. Jetzt holt das Spiel raus. Jetzt holt das Spiel raus. Natürlich. Hier. das macht übrigens richtig, richtig Bock. Nice. Das ist wirklich gut. Ah, Jonas, wollen wir deine Kinderbilder gucken? Oh, ja. Yeah. Weil, pass auf, wir machen es erst so. Wir schalten jetzt eine 30-Sekunden-Werbung und du kannst die Bilder vorbereiten. Achtung, okay. Werbung in 3, 2, 1. Sollte laufen. Für alle Abonnenten, Abonnentinnen und Folger da, Folgendere, sollte keine Werbung zu sehen sein. Nachts um 3, volle Lautstärke, Tenet, das macht. Ich bin ein sehr leiser Nachbar, muss ich sagen. Ich versuche immer sehr viel Rücksicht zu nehmen. Aber das war ein bisschen too much, glaube ich. Also normalerweise steht die auf minus 24, ich glaube, jetzt stand sie irgendwie 10 Dezibel höher. Oh, jetzt sehe ich es hier. Moment, ich will mal diese. Achso, ich muss dann auch hier auf Stream anschauen, ich verstehe, damit ich es auch sehe. So, jetzt, guck mal hier, super praktisch. Jetzt könnt ihr auch die Bilder sehen. Guck mal, Jonas hat einen schönen Sonnenuntergang gemalt. Ist das nicht schön? Also, mit McDonalds-Vögeln. Ich will so einen kleinen Spannungsaufbau. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ist wirklich das noch etwas harmlos. Ja, aber ich wollte gerade sagen, weißt du, woran es mich erinnert hat, so im allerersten Moment? Ja, klar. Das war nicht ernst. Ja. Also zum einen privat, damit werden jetzt nicht viele aus, ich zock gerade mit Freunden Raft, was ich echt großartig finde, das Spiel. Kann ich nur empfehlen. Daran erinnert mich. Und dann hat es mich im zweiten erinnert. Habt ihr Im Herzen der See gesehen? Ja, von natürlich. Ron Howard? Ja. Da gibt es diesen Moment, wo die stranden und auf so kleinen Booten unterwegs sind und da liegen und dann auch furchtbare Dinge machen, um zu überleben. Ja. Daran hat es mich erinnert. Ja, Carlton schreibt, es sieht aus wie ein Buttplug. Stimmt! Geil. Ja, okay. Das ist schön, Jonas. Wie alt warst du da? Kann man das verifizieren? Das war Jonas Ressel 6b. Sechste Klasse. Okay, ich dachte, 4 oder sowas gewesen. 9, 10, 11, 12? 12 Jahre, okay. Ja. Also, warte mal, 2003 sowas, ne? Oh Gott. Genau. Ja. 12 im Jahr 2003, okay. What the fuck? Seid ihr bereit für das nächste Bild? Da warst du 12? Warte mal, geh auch nochmal. Ich will das auch nochmal sehen. Geh nochmal einmal zurück. Das hast du mit 12? Okay, gut. Nee, mir ging es eher um die Jahreszahl. 2003. Ey, ich kann nicht. Wenn ich das Bild heute malen würde, es wird noch genau gleich aussehen. Oh, das wäre geil. Kinderbilder neu malen. Geile Challenge. Kinderbilder neu malen. Aber das ist doch bei allen Künsten immer so, dass man erst irgendwie, also auch beim Malen, dass man erst irgendwie sich immer weiterentwickelt und dann mit all diesen Bisschen wieder zurück und dann die Regeln bricht und dann wieder immer. Egal. Ja, okay. Ja, ich hab das einfach abgekürzt und hab einfach nie weitergemacht. Okay. Ja, komm, do it. Wrestle for President of the World. Wow, ich sehe das nächste T-Shirt. Oh ja. Oh ja, das ist Jonas Trump. Wow. Ich sehe da eine Parallele. Das ist. Bereits früh das Ziel vor Augen gehabt. Aber pass auf, das ist vom letzten Jahr das Bild.
Oh, das habe ich gemalt heute Mittag. Von wann ist das? Und was war der Hintergrund? Ich habe keinen Plan. Ich glaube, es ging um Träume oder sowas. Ich weiß es nicht. Der größte Wahnsinnige. Ich hab auch mal ein Bild malen müssen. Da ging es darum, was ist dein größter Traum? Und dann habe ich ein riesiges Gefährt gemalt und auf diesem Gefährt war ein Haus drauf mit einem Pool. Was meinst du mit Gefährt? Ein Schiff oder wie? Also quasi ein fahrendes Haus. Ah, Mortal Engines. Moment, ein Wohnwagen? Ein Wohnwagen. Danach der Wohnwagen. Ja. Oh, deswegen mochtest du Nomadland so sehr, ne? Nee, ein Haus, wirklich ein Haus. Haus, okay. Haus. Okay. Villa. Ja, ja. Ein großer Aber warum Wohnwagen. Ist das denn, warum ist das hier in der Sprechblase? Sagt das jemand? Ist das ein so, Comic? Schild, auf dem steht Wrestle for President of the World. Vielleicht. Nee, ich glaube, das ist einfach so. Ich weiß es nicht. Das soll vielleicht so eine Gedankenblase sein, aber ist eine Sprechblase geworden. Vielleicht wollte Jonas, dass Leute demonstrieren, dass er Präsident wird. Also er lehnt sich zurück und die Leute sorgen dafür, dass er Präsident wird. Okay. Also wieder interpretierte Bilder. Ja, genau. Okay, wir können eigentlich so eine Versteigerung machen. Auf so, jeden okay. Fall. Wie viel bietet ihr für Wrestle for President? Original unterzeichnet vom Künstler. Übrigens, Lacrimisa an 7, Dankeschön fürs Folgen. Und Frosin auch Dankeschön fürs Folgen. Ich will dir nur sagen, nicht President, nämlich President of the World. Ah ja, President of the World. Marius, wie sehr glaubst du, wie verstörend wird's noch, was Jonas uns hier präsentiert? Es ist Jonas, ich glaube Abgründe. Ich glaube, heute schlafen wir schlecht. Also ich glaube auch, Jonas hat eine Dramaturgie vorbereitet. Das beginnt noch so harmlos. Ich glaube auch. Es ist. Oh Gott. Okay, seid ihr bereit? Ja. Irgendwie schon. Da geht's los! Alter, aber direkt Mord! Wow. Direkt Assassin! Ja, Alter! Uiuiui! Der Sprechblase steht übrigens Yes, Headshot! Oh Gott! What the fuck! Oh, und Gott. Das, und überleg mal, da warst du wahrscheinlich auch so 12? Ja. Gab's da schon? Ja. Was hast du da schon CS gespielt oder sowas? Ich hab den gespielt. Ich meine, CS gab's ja auf jeden Fall, aber. Call of Duty. Nee, Project IGI oder sowas hieß das. Und da habe ich nämlich hart meine Mutter verarscht. Die hat nämlich irgendwann gesehen, dass ich das gespielt habe. Hat gesehen, dass das ein Ego-Shooter ist. Und hat gesagt, ich soll das deinstallieren. Aber ich war natürlich clever. Ich habe einfach nur. Die Verknüpfung gelöscht, natürlich. Lifehack Wrestle. Ja, das ist auch. Ich nenne dieses Bild John F. Kennedy. Aber was ist hinter diesem anderen Männchen? Steht da so ein Gummibärchenmonster, was das festhält? Oder was ist das? Ich glaube, das ist ein amerikanischer Ureinwohner, so sah das für mich aus. Wie oder ist das eine Blutwolke, die hinter ihm so splattert? Oh ja, das kann auch sein. Es kann sein, dass der Schuss durch beide durchging, obwohl das von der Perspektive her nicht passt. Und dann ist er halt auch noch mit. Kannst du mal auf die Lupe drücken? Dann kommen wir näher ran. Und warum, stopp mal, warte mal, bevor du das machst, ganz kurz, oder mach erstmal, ich komme gleich danach zum nächsten Punkt. What the fuck, Gott. Alter, das ist richtig im Rausblättern. Oh Gott. Yes, Headshot. Aber richtig geschrieben, das muss man, ja. Wow. Oh Gott. Jonas the Killer Wrestle, schreibt Brian O'Connor. Wow, und Forster Mifor, Dankeschön fürs 4 Monate ununterbrochene Abonnieren. Nice. Ja, Es ist Ketchup. Jetzt hast du den Stream. Jetzt hast du abgeholt. Nee, egal. Ich will auch noch auf etwas hinaus bei dem Bild. Moment, lass mich gucken. Ich habe nämlich ein Bild vergessen. Ich sage mal noch eins, ich hoffe. Ja, Moment, lass mich mal kurz schauen. Moment, ich mach euch nochmal das an. Der malt eure Eltern beim Berufstag. Schreibt. Jonas Vater ist nämlich Hitman. Ganz einfach. Über den gibt es auch eine Spielereihe. Ich habe da noch was gesehen, nämlich ganz oben links, da steht... Achso, ja, genau, dazu komme ich jetzt, weil das Bild habe ich aus Versehen vergessen runterzuladen. Moment, da muss ich einmal kurz zu meiner Mutter... Da stand so Summe 1 Milliarde Mark oder Euro oder was auch immer und dann als Schmiergeld. Was ist denn mit dir los? Ich hat so viele Mafia-Filme gesehen als Kind. Alter. Aber ich sag euch noch das Highlight, das kommt noch. Oh Gott. Was kommt denn jetzt? So, seht ihr das? Ah ne, das ist wahrscheinlich in einem anderen Bild. Moment. Ich bin gespannt. Ich bin viel mehr... Wie willst du das noch steigern? Ja.
Ist da irgendwas mit Messern oder sowas noch? Hat Jonas nicht eben noch, bevor er damit angefangen hat, gesagt, so, dass es um Abgründe seiner Seele gehen wird? Auf jeden Fall hat das nicht als... ja. Okay. Moritz sagt, im Schwarzwindel geht's hart zu. Du brauchst das Survive of the Restlist. Da ist es. Moment, ich muss erst hier wieder starten. Blankoscheck an Jonas Ressel. Präsident. Bankleitzahl steht drauf. Summe, wie viel ist das? Das sind 100.000. Eine Trillion. Eine Trillion. Billiarden, oder? Billion? Eine Billion. Was kommt nach der Milliarde? Billion, ne? Dann ist es eine Billion. Milliarde, Billion. Billiarde, glaube ich. Billiarde. Wow. Als Schmiergeld. Und wer hat da unterschrieben? Billiarde. Da habe ich anscheinend nicht unterschrieben. Und sind das um Yen, Euro und Dollar, aber falsch rum? Stimmt. Die Dollar sind falsch rum. Die sehen aus wie Zähne. Ich dachte im ersten Moment, dass irgendjemand beißt auf irgendwas. Krass. Und warum kommt in deiner, also ich meine, so spätestens jetzt in deiner Bankleitzahl gibt es eine 666. Das ist ja wohl auch nicht Zufall. Ich mach mal den Live-Test und gebe die mal einfach bei Google ein. Was steht da unter Schmiergeld? Das ist die Unterschrift. Das ist die Unterschrift. Das ist so ein Scheck. Das ist deine Unterschrift, oder was? Oh Gott. Ozzy, okay. Danke schön fürs Abonnieren. Stufe 2 im 6. Monat. Nice. Ja. Okay. Schmiergeld. Okay. Okay. Seid ihr bereit? Jetzt wird's. Was? Jetzt erst? Jetzt wird's richtig fraglich. Ich sag's euch. Okay, was wie willst du denn noch? Oh mein Gott. Ich sehe Kreuze und ich sehe. Alter. Ist Jonas Samuel Speitelsbach eigentlich? Ist das der Papst? Was? Was passiert hier? Was zur Hölle? Ist das, Alter, ein Zirkuszelt? Das sieht ja aus wie... Oh Gott, das sind Zeichnungen, die man sieht, kurz bevor man stirbt. Das sieht ja aus wie Wicker Man, das Storyboard. Das sieht aus wie das Innere einer Gummizelle. Das ist das, was man so in Lovecraft-Romanen immer so liest. Alter, ist das eine Axt, was der Typ da in der Hand hat? Oder ist das eine Fahne? Ich glaube, das ist eine Flagge. Sind das UFOs da oben? In drei verschiedenen Bauzuständen? Ach so, ich dachte, das wäre ein Zirkuszelt im Hintergrund. Nee, das ist ein UFO. Das sind UFOs mit einem hier so Atom. Moment, das heißt, Jonas Ressel, Theologe, sagt, die Christen sind eigentlich Außerirdische. Ja. Ja, und guck mal, hier, das hat eine Kanone. Dann haben wir hier Batman. Das soll Batman sein? Das ist Mothman. Das ist jetzt ja. Ich weiß nicht, was daneben ist. Ich glaube, das könnte ein Inka-König sein oder so. Das ist. Aber hier, der gefällt mir auch ganz gut. Das ist der verstoßene Spross der Wayne-Familie. Kleine Bruder von Batman, Mothman. Warum hat er da eine Hand hinten rauswachsen? Oh, stimmt. What the fuck? Stimmt. Ja, hier ist ja das Atom-UFO, deshalb nuklear, deshalb... Was ist das nuklear. Rechts da? Vor allem hat er einen Ghetto-Blaster dabei mit Dynamit daneben. Aber einen winzigen Ghetto-Blaster, ein Ghetto-Blästerchen. Oh, kennt ihr diese... Das sind die Minen aus Worms. Ja! Ja! Stimmt! Oh, die leuchten Gott. Da oben rot. Ja, oh, stimmt. Und das da drunter, was ist dieses Dreieck? Das Holzscheite? Jetzt für mich ist das Dynamit. Dynamit, achso. Ja, ja. Oh, guck mal, ich hab hier auch noch so das weggefasst. Alter, die haben Pumpguns! Ja. Also ich glaube, in der 6. ist irgendwas mit Jonas passiert, das ihn sehr verstört hat. Auf jeden Fall, Jonas Pubertät war sehr gewalttätig. Oh Gott. Darf Nico, ui. Danke fürs Abonnieren im 6. Monat. Warum hat er eine Kette als Pimmel? Ich verstehe das nicht. Was ist das? Ist das Robopope oder sowas? Robopope! Ich hab gedacht, das ist einfach ein Kreuz, aber nein, das sind hier diese Wurfsterne als Kreuz. Nunchakus! Ja. Aber ey, was für eine geile Filmidee, die von The Asylum wäre bitte Robopope. Das ist richtig geil, der oder? Der Papst, der nachts auf Exorzistenjagd geht. Ich dachte, du sagst auf Kinderjagd. Es sind Schuriken übrigens, sagt Rebecca. Du meinst die Stöcke an der Kette. Was stand da in diesem Gewölbten drin? Oben rechts? Achso, das ist das Grie. Das Grie, oh Gott.
Aber jetzt geh mal links. Was ist, das ist so ein Hipster. Wahrscheinlich ist das so ein typischer Schwarzwälder. Weil der, das ist Red Hood. Ich dachte, das wäre so lange Haare und langer roter Bart. Also so ein Wikinger. Das ist der Joker in The Killing Joke. Das ist Red Hood, der sieht genauso aus. Die Maske sieht genauso aus. Stimmt, der hat diesen fucking Helm. Ja, wirklich. Und alle haben diese komischen Gelenkarme, wie bei diesen Puppen, die man zum Abzeichnen benutzt. Und warum hat der, warst du irgendwie 1860 München-Fan oder sowas? Weil die Flagge sieht so aus wie die von denen. Welche? Ja, die ist so weiß, hellblau. Achso, ich dachte, einfach nur ein grauer Schandfleck. Das ist die Flagge von 1860 München. Virginia Woolf, danke fürs Folgen. Ich frag mich, was da steht in den Dingern da, in den Sprechblasen. Ah, es könnte auch eine umgekehrte Argentinien-Flagge sein. Was soll das denn für eine Flagge sein? Ich weiß es nicht. Ah, Moment, ich habe das Bild, glaube ich, nochmal in besser Qualität, aber ja. ich habe noch andere Bilder gefunden. Ja, warte, ich will da noch auf ein paar Sachen eingehen. Was ist dieser kleine Typ da in der Mitte? Was trägt er auf dem Kopf und was hat er, was zur Hölle hat er da in der Hand? Das ist ein Waldschrat. Ich weiß es nicht. Oh, ich bin sehr begeistert. Und dahinter ist der, ist ein Yeti. Das kann sein. Und ganz ja, aber schau. Hä, was hat der da eigentlich auf dem Bein für ein Gekritzel? Ah, vielleicht das Tic-Tac-Toe oder so. Ein wildes Tattoo. Was hat der, was hat Robopope zwischen den Beinen? Was hat der, was ich nicht habe? Moment. Guck, könnt ihr das lesen? Steht da ABC? ABC-Bombe? Ja. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Ah ja, Jonas. Okay, cool, ja. Also auf einer Skala von 1 bis 10 von 1, ihr wart überhaupt nicht überrascht. 10, ihr wart sehr überrascht. Und mit also, schon, wie ich ticke. Was ist das Bild? Also. Das ist 7, um ehrlich zu sagen. Ja, also. Also ich muss sagen, dass das eben das Bild, das JFK-Bild, das hat mich schockiert. Das hier war mehr verstörend. Auf so eine Irrenhaus. 18. Jahrhundert Jack the Ripper Irrenhaus-Art. Es ist echt so Kind, so Horrorfilm, creepiges Kind beim Psychiater, zeichne mal ein Bild. Hier sitzt da so, die Eltern unterhalten sich mit dem Psychiater, sind im Hintergrund, malt mit Wachsmalstiften so rum und dann kommt jetzt, oh Gott, das ist der Teufel. Musstest du danach zum Kinderpsychologen, wäre meine Frage. Ja, yeah. Aber meine Mutter hat das rausgekramt und hat gedacht, okay, das muss ich mir mal schicken. Ich habe noch auch andere fragwürdige Zeichen. Und wem brennt links der Kopf? Hinter diesem Hammer oder was auch immer das sein soll? Ist das ein Hammer? Das sieht aus wie so ein Steinzeithammer. Das ist auf jeden Fall irgendwas zum Schädelanschein. Und wer ist der Typ? Guck mal, ich glaube, das ist vielleicht Jonas' Problem. Der Typ in dem dunklen Mantel. Vielleicht hat ihn der verstört und deswegen. Was steht denn da oben links in den Sprechblasen? Oder was auch immer das sein soll? Da steht irgendwas ich. Das kann ich doch entziffern. Ich headshotte. Wir müssen das mal richtig scannen. Und dann gibt's das als. Und dann. Alp, hättest du das gerne als Handy-Wallpaper? Ich hätte das gerne als Wallpaper ja, in meiner Wohnung. Ja, lass das mal im Büro aufhängen oder so, auf jeden Fall. Ja. Mein Gott. Mr. Woolly, danke schön fürs Folgen. Stimmt. Oder Wild. Hast du Wild? Ja, was? Stimmt. Was? Matu, dieses Bild sieht aus wie eine Querdenker-Demo, ja? Absolut wahr. So ist es. So ist lustig, weil es wahr ist. So ist es. Jonas damals. Ja, Jonas war einfach Heldsee. Der hat gar nicht verstört. Ja. Der hat so, kriegt so, die Augen rollen so zurück, dass man das weiß. Und malt einfach so. Ja. Und dann so. Und die ABC-Bombe. Weißt du, ich stell mir vor, jemand sagt im Jahre 2000, was 3. Im Jahre 2021 werden alle verrückt. Das ist so weit in der Zukunft, das glaubt dir kein Mensch. Guck mal, der hat doch auch da im, was der Typ hat vor dem, das ist eine Maske, die der trägt. Stimmt. Boah, das ist kein Bart oder sowas, das ist eine Maske. Hellseher Jonas. Krasser Scheiße. Okay. Jetzt wird's creepy. Aber sind Jonas wusste es schon als Kind. Aber sind die anderen Bilder dann auch prophetisch? Was haben wir da? Das Bild? Das Bild? Okay. Ja, aber das eine Bild steht auf jeden Fall für Klimawandel, weil die ganze Welt ist überflutet. Waterworld-Style. Waterworld, ja. Und Jonas Reste for President ist vielleicht der letzte Präsident. Also die Welt ist vielleicht da nicht mehr da. Die Welt ist nicht mehr da. Jonas ist der Präsident von so einem ganzen kleinen Fleckchen. Er sagt ja, der Schwarzwald ist ja so bergig. Vielleicht ist das der einzige Punkt in Deutschland, der nicht unter Wasser steht. Sitzt oben auf dem Berg und ist der Präsident der Welt. Hier dieser Scheck, der ist sinnbildlich dafür für Inflation. Für Inflation und für hier, wie arm und reich auseinandergehen. Und irgendwann gibt es halt nur noch einen reichen Menschen, alle anderen sind arm. Ja, die Summe in türkischer Lira kannst du dir ungefähr einen Lolli kaufen. So, dann Headshot ist einfach
Da wird was passieren. Irgendwer wird aber das passiert ja auch ständig leider. Ja. Oh Mann. So, dann haben wir das. Okay, das nächste kommt. Ich glaube, das ist relativ harmlos. Also kommt noch mehr? Hey, Moment. Ah, Mist. Muss ich nochmal. Ja, mach mal neu. Oh Gott. Gold. Oh Gott, jetzt kommt was im Chat los. Oh Gott, ich glaube, die Leute sind auch. Lisa Kenobi sagt, schreibt, ich bin gerade erst dazugekommen. Erstmal mein Beileid. Verrückter Moment. Moment, warte, ich muss erst starten. Ich muss erst starten. Die Jonas-Resse Army! Die JR Army? What the fuck? Ja, ist Jonas Größenwahn. Du hast Palmen in deinem Pool? Aber. Nein, das ist so eine Insel, so eine Schwimminsel. Das ist das Weiße. Aber ich glaube, das ist die Zeit, als Jonas in der Schule so ein Geodreieck bekommen hat. Dann guck dir mal die geraden Linien an. Also, ihr könnt das nicht einfach so sagen und dann direkt zum nächsten Satz übergehen. Was ist eine Schwimminsel? Und ist nicht jede Insel eine Schwimminsel? Nein, sowas zum Aufpusten. Die gibt's auch mit Palmen und sowas. Ach so. So ganz trashig. Aber vielleicht ist Golfplatz rechts. Alter, du bist richtig Trump vorhergesagt. Ja. JR. Ich krieg keine Verbindung zu Trump hin. Der Junior. Stimmt. Moment mal, ist das eine Cruise Missile auf dem Dach? Nee, das ist so eine Boden-Luft-Rakete. Ah ja! Donald Trump, schreibt Carlton. Und warum hat der Panzer so eine Haiflosse? Oder was soll das sein? Nee, das ist die Luke, die auf ist. Die Luke, genau. Okay, ich verstehe. Alter. Und warum steht beim Helikopter LOL? Ein Lollokopter. Ja. Geil, wie war das? Roffelkopter war das, ne? War es nicht MC Fitti, Roffelkopter? Guck mal, aber das ist auch so, das ist wie Trump. Der schreibt nur auch seinen Namen. Alter. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also das war auch wieder prophetisch. Also das ist so in 20 Jahren, wenn Donald Jr. Präsident wird. Aber guck mal, die eine Garage ist mit der Straße verbunden und die andere nicht. Da steht der Rasenmäher drin. Das sind zwei Straßen. Nee, links, die Doppelgarage. Nein, links. Die linke links. Doppelgarage. Ja. Das ist hinten raus, das ist gut. Ja, oder der Rasenmäher ist da drin. Ja. Warum ist das Weiße Haus nicht weiß? Wäre jetzt so meine Frage. Und es sieht gar nicht aus. Ja, mit Trump drin ist es vielleicht das braune Haus. Aber warum ist das alles, also es ist ja auch wieder orange und das ist ja auch wieder in so einer Denkblase drin. Ist das ein großes ganzes Bild, so ein Poster oder sowas? Ja, ist das dein großer... Hier ist dann, hier. Ah. Hat deine Mutter das zufällig auch in komplett? Kann das große Highlight sein? Wie groß ist das Ding? Ist das so ein Zeichenblock groß oder wie? Ja, das ist von DIN A3. DIN A3, okay. Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt im Schattenworkshop Poster von Jonas... Jugend. Okay, dann haben wir, glaube ich, noch eins. Oh Gott. Oh Gott, das ist... Es ist wirklich... Oh, Asterix! Hey, das ist doch... Also jetzt wird's ja... Moment, hattest du nicht überhaupt keine Ahnung von Asterix? What the fuck? Also, nee, Asterix ist der Geil, ja. Da, die ignorieren wir, ne? Geil. Was? 8 Euro kosten mittlerweile so eine Schachtelzigarette? What the fuck? anderes Thema. Ich finde das richtig gut. Das ist gut, Gorn. Das ist richtig schön. Kennt ihr diesen Zeichenstil, wo man das Bild in so kleine Quadrate aufteilt? Und dann mal nach Zahlen? So, nee, also du machst quasi so das in so kleine, also quasi wie so eine wie so eine Tabelle drüber. Und dann guckst du dir halt immer auf dem Originalbild an, was zum Beispiel steht und dann malst du das dann rüber. Es ist quasi mal nach Zahlen. Ach, das ist auch... Ja. Es kam mir nämlich, also das klingt jetzt gelogen, aber es kam mir tatsächlich ein bisschen bekannt vor. Es ist das Cover von Asterix, ja? Genau. Ja. Aber warte mal, geh mal hoch. Asterix Band 10 ist ja falsch, weil es Band 1. Vielleicht ist es einfach die 10 hässlich geschrieben. Ja, aber es muss ja eine 1 sein. Oder soll es eine 1 sein? Nee, es ist eine 1. Es ist eine ziemlich breite 1. Ah, ja, doch, der ist recht. Ich wollte nur mit Wissen prahlen, dass das der erste Band ist. Was mit seinem Gesicht passiert? Ja, das ist so Asterix am Schlaganfall. Nee, es ist Chernobylix. Die sehen okay aus und der sieht halt aber aus. Auch, also ich finde es so lustig, wie die Speere aussehen. Weil so auf dem Originalcover, wo ich das recht sehe, da sehen die aus wie Speere. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Aber war das so Kunstunterricht, mal ein Comic-Cover oder sowas? Ja, also mal irgendwie so ein Cover. Ja. Okay. Hast du eine Note dafür bekommen? Ich
keine Ahnung. Kunstnoten sind eh was, was verboten werden sollte. Crazy. Was für eine Monopoly-Version ist da oben links? Aber ist auch völlig egal. Das ist auf jeden Fall nicht die Standardversion. Herr der Ringe. Das ist Herr der Ringe. Ja, okay. Ja, stimmt. Das ist der Ring. Ja. Ah, stimmt. Jetzt erkenne ich es auch. Ah, Moment. Und jetzt habe ich noch... Crazy. Hier das große Highlight des Abends. Oh Gott, was, was denn jetzt? Oh Gott. Nee, das ist nur das, was Alper wollte. Also, ja. And now das, we're talking. Das, das ist ja mal... Das große Ganze. Wow. Nennen wir es die Collage des Grauens. Alter, die, we are damned, auf jeden Fall. Ja, warte, vielleicht hattest du ja eine Geschichte vor. Aber guck dir mal diese brutale Blase auch rechts an. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich auch. Bitte was? Was ist der Blase? Ne, ja, die, diese schwarze. Ist ja einleuchtend. Ja, also Leute fordern, dass Ressel Präsident wird, dann kriegt er Bestechungsgeld. Dann bezahlt er Schmiergeld. Nee, das nee, ist er, kriegt, er kriegt Schmiergeld, baut ja. sich alles auf und wird dann erschossen. Also genau, genau dann, wie John F. Kennedy hat das auch so gemacht. Oh, oh, nein, 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 nein. Jetzt, dünnes Eis. Verschwörungs. Aber das ist Jonas' Voraussage für Donald Jr., das hatten wir doch schon. Ja. Aber was ist das da rechts? Ist das so ein Golf-Fähnchen? Da rechts neben der... Warte, was ist das? Und so Punkte? Ja, und wie viel, also hier, Simon Zock schreibt auch die richtige Frage. Wie viel Orange hast du bitte dafür verbraucht? Ja, Moment, 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 Moment. Wer hat orange Haut? Donald Trump! Oh, ja. Yeah. Das stimmt. Das ist in Wahrheit, wenn du jetzt noch mal weiter rauszoomen würdest, wäre es ein Tattoo auf Donald Trumps Rücken. Das ist Donald Trumps Rücken, was wir da sehen. Das ist ja crazy. Wow. Ich muss mal kurz Jonas applaudieren. Ja, da, also, applaus. Ich fand's tatsächlich eine Träne. Ich fand's wundervoll. Dankeschön. Das war sehr, sehr schön. Das war ein Highlight heute, auf jeden Fall. Wow. Moment, ich hab noch ein Highlight, Moment. Ach, da kommt noch was, weil das war schon, jetzt kommt ja auch noch der Nachtisch. Ich hab das Gefühl, ich hätte schon drei Nachtische gehabt. Ich würde aber gerne wissen, wie sah Jonas mit 12 aus? Also, oh, genau, darauf bin ich jetzt sprechen. Oh Gott. Ich hab vor kurzem mal so eine alte Festplatte von mir mal wieder angeschaut. Oh. Und Bilder gefunden. Ich weiß nicht, was sagen. Holla. Holla, ich 20 vorschreibt, jetzt kommen die Nudes. Das Witzige ist, ich sah mal mit 14 aus wie eine 40-jährige Frau. Oh, da gibt's ein Subreddit, ne? 40 or 14. Achso, ich dachte für Jonas. Ja, Reddit.com/r/wrestle. Okay, Moment. Ich habe übrigens den Alfie-Subreddit wiedergefunden. Es gibt ein Alfie-Subreddit? Wusstest du nicht, ist schon was älter, nee. Aber es gibt ein Alfie-Subreddit. Das kenne ich schon. Ich kannte es nicht und wow. Ich kenne es schon. Du siehst aus wie der Typ, der Klopse singt. Thüringer was? Klopse. Der sieht aus wie Fritz? Nein. Ja, heißt der Fritz? Ja. Thüringer, nicht Klopse, Klöße das heißt Thüringer. So, ich bin nicht biodeutsch, ich kann das nicht wissen. Doch, der sieht ein bisschen aus wie Fritz. Oder wie, oder an wen erinnert? An irgendjemanden erinnert der mich, so richtig? Daniel Kübelböck? Ja, das kann sein. Vor allem, boah, was ist das sexy, vor allem mit der Cap, mit dieser Cap, ey. Ja, aber eigentlich DSGVO-gerecht wäre gewesen, wenn du die Köpfe hinten geblurrt hättest, ne? Weißt du, wie alt das Bild ist? Die leben bestimmt nicht mehr. Oh. Alter, aber stell mal vor, Alter, lass das mal auf dem T-Shirt drucken. Chef, guck dir gerne dieser Jonas an. Oh ja, geh ganz nah dran, geh ganz nah dran. Ich muss mir einen runterholen. Alter. Oh ja. Dieser Blick. Kannst du bitte. Oh, warte, ja. Kannst du dich jetzt bitte mal so. Kannst du dich bitte auch mal so hinsetzen? Direkt genau so hinsetzen zum Vergleich. Geh mal ein bisschen raus und dann setz dich bitte mal genauso vor die Kamera. Jetzt zum Vergleich. Noch ein bisschen raus, Jonas? Bisschen rauszoomen bitte aus dem Bild. Nicht du, das Bild. Das andere Du. Wir wollen das ganze Gesicht sehen. Ja, so. Und jetzt bitte. Nee, und jetzt bitte. Nee, du musst ein bisschen verführerischer gucken. Nein, debiler musst du gucken, ja. So ein bisschen. Wow. Mach deine Brille auch noch ein bisschen runter. Ich weiß nicht, was es ist bei dem Bild. Ob es diese abstückenden Haare sind, die Haare über den Augen direkt, die Brille. Ich finde am lustigsten ist, dass jemand Jonas sagt, ich mache ein Foto von dir und Jonas sich so dahinsetzt. Weißt du noch, aber was ist das? Bist du da auf dem Schiff? Ja, du bist auf dem Schiff.
Ach so! New York! Weil die Leute machen alle Fotos im Hintergrund mit ganz alten. Guck dir mal die alten Kameras an. Guck dir mal diese ganz hässlichen alten Kameras an. Ey, diese Yankees-Kappen, ne? Die waren zu meiner Zeit, also auch als ich ungefähr in dem Alter war, die waren richtig, die galten als der coolste Scheiß, den du tragen kannst. Ja, wegen Limp Bizkit haben die alle getragen. Aber in Rot. Und? Moment. Break your fucking neck tonight. Break your. Komm noch mal. Oh, what the? Oh, sexy time! Ja, sexy time! Oh, das ist schön. Oh, Gott. Ist das, oh Gott, aber er ist im Schwarz, Alter. Was? Doch betrunken. Oh, hä? Ist das, der Typ rechts sieht aus wie irgendwie ein bekannter Schauspieler aus, aber wer? Oh, gute Frage. Du hast aber recht. John Krasinski vielleicht? So ein bisschen? Ja. Weird. Nach dem John Krasinski, Michael Cera. Michael Cera, genau, ich hab's auch gesagt, genau. Ja, aber das ist so eine etwas coolere, in Anführungsstrichen, Version von Michael Cera. Wow. Aber so ein bisschen erinnert mich noch an Michael Phelps. Ah, so ein bisschen nur. Okay, aber, aber. Und Jonas? Ich kannte das, glaube ich, aber auch. Ich glaube, das kannte ich aber auch schon. Warum kenne ich die ganzen Jonas-Bilder? Ey, zum Abschluss habe ich ein Bild für euch, mit dem ich damals, dass ich auch Bewerbung drauf hatte. Damit hast du das Kellerpraktikum bekommen? Oh, das kann gut sein. Das kann gut sein. Okay, jetzt wisst ihr, was Christoph Krachten. Wenn ihr euch bei Christoph Krachten bewerbt, müsst ihr genau so aussehen, wie Jonas es jetzt zeigt. Achtung. Ja, also ja. Ein bisschen Emo, ne? Aber, ja. Helm. Aber sieht ein bisschen aus wie so ein Typ, der aber auch nicht so wirklich Spaß versteht. Nee. So der Arbeitsstreber. Aber guck mal, ich glaube, das war der einzige Grund, warum Christoph mich genommen hat. Das karierte Hemd. Stimmt! Das war aber vor seiner Karrierephase, oder? Mach nochmal bitte komplett. Ja, aber das sieht doch aus wie ein netter, adretter Typ, der gern Gedichte schreibt in seiner Freizeit. Wer bist du, 19? Witzigerweise. Ich habe ja noch einen anderen Podcast, hier Schwarzwälder Kirche. Ja. Und da habe ich jetzt immer mal wieder jede Woche eine neue Strophe für den Demi geschrieben. Oh, wie schön. Sehr cute. Ja. Stimmt, ich habe gehört, in dem Podcast gibt es viel mehr Liebe, bei uns gibt es nur Hass. Ja. Es beginnt Demian Trautmann, ein Name, ein Mann. Demian Trautmann. Was für ein Klang. Die Haare, die Locken, wie eben Holz. Demian Trautmann, du bist mein Stolz. Wunder, oh Wunder, dein schöner Bart. Demian Trautmann, deine offene Art. Erwache, erwache, Frühling, oh mein. Auf das er so fließet, der Kamin rot hinein. Oh, schön. Aber hast das ist ja richtig geiles, das ist ja ein richtig Metrum drin und so. Aber so. Hast, ich bin sehr begeistert. Aber hast du es gehört, wo wir beim Thema Verschwörung war? Jonas dichtete Erwache, erwache. Oh ja. Erwache. Ich glaub, ja, ich glaube, es ist confirmed hier. Alles ist confirmed. Jonas, der Schwarzwald-Attila. Mr. Wild schreibt, das 14-jährige Mädchen in mir ist verliebt. Kann ich nur zustimmen. Simon schreibt, junge FDP. Ein Juli, junge Liberale. Könnte Jonas etwas lauter machen? Das sollte kein Problem sein. Mann. Hallo! Hallo! Ja, ich hab dich gerade auf über 100% gedreht. Alle tot. Freimaurer Jonas. Oh ja. Gott. Ah, boah. Gauntlich schreibt, der Podcast mit Phil Laude war sehr nostalgisch. Gerne nochmal. Ja, der hat Spaß gemacht. Der hat wirklich Spaß gemacht. Nostalgie. War eine sehr angenehme Gesprächsstimmung, wie ich fand. Ja. Ich werde den auch morgen nochmal verlinken im Podcast. Einfach nochmal. Noch mehr Leute den sehen. Ja. Geht hin und schreibt drunter CSB-Crew. CSB-Crew regiert Freimaurer Jonas. Martin irgendwas. Schreibt, seit dem Podcast bin ich echt wieder auf dem Waititi-Trip. Das waren Zeiten. Ich wette, Waititi als Kanal läuft auch immer noch rund. Ich glaube, das läuft ganz gut immer noch. Also ich glaube, das schauen wir nochmal. Social Blade, läuft das noch? Ich habe lange nicht mehr. Nee, irgendwann war es gesperrt, irgendwas war nicht mehr. Aber bestimmt funktioniert es wieder. Die Abos werden nicht mehr angezeigt. Ah. Aber in den letzten 30 Tagen haben die 500.000 Aufrufe. Für einen Kanal, der seit 2000, was? 15 zu ist? 15?
15, 6 Jahre zu? Leck mich am Arsch. Ja, mehr als ordentlich. Leck mich am Arsch. 6 Jahre ist das her. Join Mintfest. Dankeschön fürs Folgen. Jonas, Simon ja. HWG schreibt, auf dem Land erzählt man sich, je kleiner die Karos, desto größer das Land, das einem gehört. Kann er das Hemd noch mal sehen? Wie groß sind die Karos? Also, ich habe das noch nie gehört. Kennt also, ihr? Die Theorie kann ich auf jeden Fall nicht konfirmen. Ich besitze gar kein Land. Oh. Auch nicht auf dem Mond oder so? Das gilt nicht. Mein schlechtes Gewissen, das danke schön fürs Folgen. Ne? Okay, bei uns an der Uni, ne? Also ich habe ja was Technisches studiert zum Teil. Und es gab natürlich auch einen Maschinenbau-Studiengang und die trugen auch gerne Karohemden. Der Spruch war immer: kariertes Hemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau. Klassiker. Ja, kenne ich auch noch. Bei mir war es kariertes Hemd und Samenstau. Ich mach das nicht. Ich kann keinen Maschinenbau, weil das mich nicht interessiert und ich zu dumm bin dafür. Kariertes Hemd und Samenstau, ich gehe in den Stall zu der Sau. Das Was? Sogenannte Hektarhemd. Hektarhemd, okay. Hektarhemd. Oh. Ach ja. Ey, aber man kann sich doch irgendwo in Schottland oder sowas, kannst du dir so ein Quadratmeter Land kaufen, dann bist du auch irgendwie Lord oder sowas. Lord, ja, das kannst du verschenken und so. Ja, ja, genau. Darfst du dich der Lord nennen? Ist das genauso ein Quatsch wie das, dass man Sterne kaufen kann? Ja. Ja, ja, Mondgrundstücke gelten ja auch nicht. Also wegen. Jagdwurst wettet, die Ressel-Familie besitzt eine geheime Schwarzwald-Mondbasis. Hinten drauf so ein riesiges R. Da werden so ganz große Angriffszeppeline gebaut. Ja. Schaust du heute Champions League, Alper? Fragt 1220 Boy. Hätte ich eigentlich Lust, aber nein, ich gucke Velma, den Film unseres Filmclubs. Stimmt, muss ich auch mal. Alper, was sagst du zum Trainerwechsel vom FC Bayern? Ja, wenn man das Geld hat. Das habt ihr nicht mitbekommen, oder? Dass Nagelsmann im Alter von 33 als Trainer irgendwie 8 Millionen im Jahr verdienen wird, noch 25 Millionen oder sowas Ablöse gezahlt haben. Das sind alles irre Summen. Krass. Aber was sagst du zur Super League? Lustig. Super League. Aber, Luca, auch dann die neue, aber dann auch die neue Form der Champions League kritisieren, bitte. Was ja, da? Das habe ich nicht mitbekommen, der neuen Form der Champions League. Ich verstehe einfach auch nicht, warum ihr immer wieder wollt, dass ich über Fußball rede. Das ist interessant. Ich werde das nie verstehen, diesen Gap. Ja, nee. Also wir wollen halt auch manchmal noch so up-to-date bleiben, so was die Sportwelt angeht. Wir wollen ja auch, wir informieren uns über relevante Themen. Was wollt ihr denn wissen? Ja, was ist denn jetzt Neues in der Champions League? Weil Super League habe ich natürlich mitbekommen, Trainerwechsel habe ich mitbekommen, aber was ist neu in der Champions League? Mehr Teams. Eine Reform mit statt, 8x, wie viele Gruppen gibt es? 8 Gruppen gibt es mit 4 Teams. Also sie wollen auf jeden Fall mehr Teams reinnehmen. Mehr Teams heißt auch immer mehr Spiele und die Ligen werden auch immer größer und die Fußballer beschweren sich schon jetzt, dass sie nicht mehr hinterherkommen, dass sie zu viele Spiele in zu kurzer Zeit haben. Das ist meistens, kommt es daher, dass die Verbände durch mehr Spiele heißt auch immer mehr Geld, mehr Zuschauer, mehr alles und die Spieler gehen jetzt schon auf den Zahnfleisch und die Trainer beschweren sich und so weiter. Und ich bin da auch kein Fan von. Aber würdest du das bestätigen? Ist das so weinerliche Fußballmillionäre wollen nicht arbeiten? Nee. Oder ist das harte Sportler sollten auch ihre Ruhephasen haben? Irgendwo dazwischen steckt, glaube ich, die Wahrheit. Irgendwo in der Mitte. Okay. Also es ist definitiv mehr als nur Mimimi. Also auch gerade das Pensum, auch in der Corona-Zeit und so weiter, das ist so gefühlt die Spieler haben teilweise wirklich alle drei Spiele in Fußball spielen, das ist halt einfach absurd, diese Frequenz. Und auch die WMs und EMs sollen immer größer werden und so, alles ein riesiges Thema. Aber ist echt nicht geil, meiner Meinung nach. War das nicht mal vom Tisch, dass die EM in verschiedenen Ländern stattfindet? Oder ist das irgendwie wieder so? Das ist so, das ist durch. Das war so, ne? Ja, das ist so, ja. Ja, und die WM in Katar, aber darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Das ist der größte Bullshit aller Zeiten. Aber ja. Ja, okay. Kommen wir von Psychopathen Jonas Junior zu über Fußball, Kritik an Sklavenarbeit zu was, ist jetzt die Frage. Zu welchem Thema, oder? Ja, genau. Wir müssen jetzt eine Brücke schlagen, um das entweder zu steigern oder langsam vom Gas zu gehen. Käse wird vorgeschlagen. Käse ist immer ein gutes Thema. Oh, ich habe jetzt einen so geilen Käse entdeckt, den ich extrem geil fand. Nämlich der heißt, glaube ich, Blauer Barbier oder sowas. Blauer Barbier, Ich weiß noch nicht. Das ist, glaube ich, schon eine Marke. Also das ist auch wieder jetzt unbezahlte Werbung. Ich fand den lecker. Sehr lecker sogar.
aber auch ein bisschen teuer. Okay. Wenn der Johannes 4 fragt schon nochmal, Marius, was ist dein absoluter Lieblingsfilm im Podcast nannten Jonas und Alpaya Era? Habt ihr das gemacht? In welchem? In dem. Ja? Mit Phil Lauder. Ja, stimmt. Ja? Mhm. Was hab ich weiß gesagt? Nicht mal mit meiner Antwort. Das wechselt ja immer, weil absolut ist immer so eine Frage. Weil du hattest nicht Fight Club gesagt. Was hattest du nochmal gesagt? Das war nicht Fight Club, was du gesagt hast, oder? Jonas. Nee, du hast irgendwas anderes gesagt. Gar nicht mehr. Ich guck mal den Chat, was der Jonas gemacht hat. Herr der Ringe 2! Stimmt, die 2 Filme. Ach, Mainstream-Antwort. Ich sage, dass ich leg mich nicht auf einen fest. Ich sage Jurassic Park 2001, Drive und so. Marius, du hast die Frage nicht verstanden. Absolut. Ja, du musst dich, ja. Das war ja gerade der Reiz der Frage. Absolut. Okay, ich darf nur diesen einen Film gucken. Boah, das ist viel zu schwierig. Das ist. Dann bleib ich bei Jurassic Park, Mann. Weil Dinosaurier. Okay, Jurassic Park. Jurassic Park von 2001. Hi Jonas, danke für das Video von heute, schreibt Tiradin. Übrigens, auf Cinema Strikes Back ist um, gut, ein bisschen später als 17 Uhr, aber normalerweise wäre es um 17 Uhr gekommen, ein Special von uns erschienen. Und Tiradin schreibt, da sind einige Filme dabei, die ich schon ewig sehen wollte. Nice. Bitteschön. Good job, Jonas. Da wären auch einige Filme gewesen, die ich schon immer sehen wollte, aber die habe ich schon gesehen. Deshalb, zum Beispiel? Nenn mir 2. 2? Ah, Moment. Lass mich kurz mal auf die Liste schauen, weil, ehrlich gesagt, wir haben ja auch dieses neue Format Top 5 und das ist eigentlich auch gar nicht praktisch, weil ich dann immer weiß, so, okay, das kommt jetzt dann bald. Ja. Aber ich glaube, sowas wie Ganz Akimbo. Ah. Da habe ich einfach auch nur drauf gewartet, dass der mal rauskommt. Yep. Hast du ihn mittlerweile gesehen? Ganz Akimbo. Ja, ich habe den gesehen. Der hat mir richtig gut gefallen. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, ist halt harmlos, ne? Macht einfach meine Laune. Eighth Grade und die versunkene Stadt Z. Das sind so Filme, die ich schon längere Zeit schauen hätte wollen, wenn ich die nicht gesehen hätte. Oder zum Beispiel Die Taschendiebin von Park Chan-wook. Mhm. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen, leider. Muss ich auch noch nachholen. Jonas, aber jetzt kann ich's ja. Danke, CSW. Jonas, die sind alle wie Stalker. Du brauchst nicht gucken. Ich bin einer der von euch gehateten Menschen, schreibt Rudera, die Käse nur überbacken mögen. Haben wir das mal gehatet? Also, Käse backen ist die Königsdisziplin im Food. Jeder soll erstmal das, ne, so wie er oder sie möchte. Ja. Aber ich mag Käse in allen Formen. Überbacken ist geil. Tatsächlich ist geil. So, wie viel Käse isst du denn überhaupt noch, Marius, wenn ich so ganz indiskret fragen darf? Ich? Wie viel Käse? Ja, weil war das nicht so, dass du irgendwie ein bisschen Veganer unterwegs bist mittlerweile? Ja, aber ich würde nicht sagen, dass ich Veganer bin. Aber Käse habe ich immer, einen Hartkäse zumindest, immer im Kühlschrank, weil Hartkäse über Nudeln ist das Geilste. Mhm. Und hin und wieder habe ich mal noch einen Cheddar da und manchmal probiere ich was aus. Ich hatte ja letztens diesen einen Käse, den ich aber denn verschenken musste. Das war ein Whisky-Cheddar. Das hat mir gar nicht gut geschmeckt. Oh, sowas hatte ich vor kurzem auch. Das ist richtig enttäuschend, wenn du so 5 Euro für einen Käse ausgibst. Das schmeckt einfach nicht geil. Also ich kann nicht sagen, dieser blaue Barbier, ne, der ist mit Whisky und auch mit Blaubeeren und mit Rosmarin so versehen. Ja. Und der ist halt richtig lecker. Aber schmeckt der so prickelnd? Nee. Weil das hatte dieser Cheddar. Ich hatte schon mal vor 2 Jahren einen Gouda gegessen mit Kölsch. Ich dachte, komm, probierst du es mal aus. Das schmeckt halt wie Käse mit Kölsch tatsächlich, ne? Aber es hat diesen prickelnden Geschmack auf der Zunge, was für mich so einen leichten Hauch von dieser Käse ist verdorben hat. Ah, und dieser Whisky-Cheddar hatte das auch. Der war so eine Geschmacksexplosion. Das waren so 7, 8 Geschmäcker, die sich so abgewechselt haben. Das war richtig abgefahren. Aber ist das bei euch auch so? Frühstückt ihr am Wochenende zufällig? Manchmal. Aber ausgiebig, ja. Ja, ausgiebig auch. Nämlich bei mir gehört da auf jeden Fall dazu so Käsewürfel. Also so ein Blockkäse, so aufschneiden, so Käsewürfel, die man immer so snacken kann. Das ist geil, weißt du, was meine Eltern in ein frühes Grab treiben wird? Die machen, wenn die richtig, also auch am Wochenende eigentlich nur, aber die machen dann immer so kleine Bratkartoffelwürfel. Die manchmal auch noch mit Ei und so, und das ist so ultra lecker, aber halt auch wirklich ungesund wie Sau, weil das auch immer mit viel Öl ist und so. Aber ich sag sowas immer, das ist das macht dich glücklich und deshalb ist es gesund. Ja. Das ist auch interessante Denkweise.
Ja. Welchen Käse findet ihr am langweiligsten, schreibt Jagdwurst? Ich bin Butterkäse. Für Butterkäse. Was wolltest du sagen? Ich würde sagen, junger Gouda. Ich finde jungen Gouda hin und wieder, also früher war es so der Einstiegskäse quasi, weil als Kind mochte ich nicht so extrem würzigen Käse. Ich bin immer noch kein Fan von Schimmelkäse und Weichkäse. Manchmal ja, manchmal nein. Oh, nee, aber Weichkäse liebe ich. Aber so Butterkäse ist ein bisschen zu lame. Wisst ihr noch, das eine Mal, als wir noch bei Mediakraft gearbeitet haben und Alpe hatte, ich weiß nicht, was Alpe hatte, aber der hatte irgendwie Hunger zum Mittagessen. Oh. Hat er sich der einen Block Weichkäse gegessen. Der Kammenbär. Während du zwei Focaccia aufgebacken hast und nach dem Weichkäse, dann hast du so gesnackt, während du zwei Mal gemacht hast, und dann warst du, die ging's richtig scheiße. Ja, der ganze Weichkäse, den ganzen Kammenbär da weggesnackt. Ja, das klingt nach mir. Das klingt nach mir. Oh. Mögt ihr diese Ofenkäse? Also die man so reinschiebt und dann so aufklappt und sowas. Ich mag ja das Krustige, aber ich mag manchmal diesen Nachgeschmack, den diese Weichkäse manchmal hat. Dieses, was ist denn das? So, nee, meine Freundin liebt die und deswegen muss ich die quasi, esse ich die öfter mit. Aber ich finde die gar nicht so, ich finde die okay. Hm. Ich mag halt diese Ränder dann, die dann diese so schön krustig sind. Die man so. Was ist euer Favorite zum Überbacken als Käse? Manche schwören ja auf Mozzarella, Gouda, Cheddar, Blauschimmelkäse. Die Mischung macht so, weil ich finde, am geilsten, wenn ich mir auf eins festlegen müsste, dann tatsächlich Mozzarella, glaube ich. Echt? Ja, also, ich glaube, ich bin bei mittelalten Gouda. Ich finde den so geil. Bei Lasagne definitiv mittelalter Gouda. Und bei Pizza gutes Mixing aus Cheddar. Und Gouda. Mozzarella ist halt so eigen schon, also es bleibt ja auch so an der Stelle irgendwie. Mozzarella ist geil. Ist definitiv geil. Ich find aber auch diesen veganen Streukäse, der ist eigentlich echt gut. Oh, kennt ihr diesen Block veganen Käse? Ich weiß gar nicht, welche Firma das ist, aber es soll Feta sein. Der ist aus Kokos. Das ist so ultra geil, weil diese Konsistenz ist so mega geil. Kennt ihr dieses 11-sekündige Video mit Boris Johnson? Wo der Vegan sagt. Der Premierminister von England, der in genau das mache ich. Ich erkläre es gerade für alle anderen. Ja. Der sitzt da und sagt, dass er halt so eine vegetarische Wurst gegessen hat. Und scheinbar hat er zum ersten Mal in seinem Leben das Wort Vegan ausgesprochen. Und sagte, and the sausage was vegan. Das ist so lustig. Weiß nicht, warum ich das lustig. Ja, das ist. Ja, Tümeris, türkischer Kaşar-Käse. Das ist so dieser, den findet man oft beim Türken, das ist dieser runde. Ich finde den frisch und auf dem Brot richtig geil. Ich habe nur dann immer relativ schnell keinen Bock mehr drauf. Aber so das erste Brot damit finde ich immer so richtig köstlich. Also dieser auch so Gouda-Butterkäse-artige in diesen. In Wachs, ne? Ja, nicht wirklich Butterkäse, der ist viel bitterer. Also, aber der sieht von der Farbe her so aus, der ist relativ hell in diesen kleinen Leiber, ne? Ich mag so kleine Leiber. Ja. Und dieser, ich weiß nicht, wie heißt denn der dann? Der türkische Feta quasi in diesen Dosen. Ja, so ein Weißkäse halt. Weißkäse. Ja. Alter, stehe ich auch voll drauf. So geil, aber ich. Von nur einer Marke, ich weiß noch nicht welche, nenne ich jetzt der auch nicht. Der von Lidl. Ich sag's einfach. Scheiß auf Werbung, steht da eh unten links. Lidl. Der von Lidl, der in Blau, der ist richtig geil. Ich bin da Riesenfan von dem. Okay. Weil ich habe den im türkischen Supermarkt gekauft. Gut, da alles, wir sind jetzt sehr abgedriftet, was das Käsethema angeht. Käse. Geil. Was ist denn so? Das war so das beste. Wir reden auf Cinema Strikes Back ja immer über Filme und Serien. Was ist das beste Spiel, was ihr in letzter Zeit gezockt habt? Brett oder PC? Beides. Ja, gut, bei dem einen können wir alle mitreden. Ist The Crew. Stimmt. Das Kartenspiel. Und zocken PC. Wir drei seit ein paar Wochen. Ne? Ja. Super simpel, also vom Prinzip her. Mhm. Aber hat's in sich. Absolute Empfehlung, würde ich sagen. Ja. Und boah, PC. Man muss aber mindestens zu dritt sein. Also online am besten. Ja, gerade schwierig. Auch wenn Alper manchmal einen anschreit und sagt, bist du dumm oder was? Ja, es stimmt. Nein, ich bin nicht dumm, aber es geht nicht. Brain Freeze. Man muss es kennen, um das jetzt auch zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es erklären soll. Aber man darf nicht miteinander kommunizieren, aber man spielt zusammen. Und
dann hat halt manchmal jemand einen Plan und der andere hat einen anderen Plan. Aber man darf das ja nicht wirklich kommunizieren, deshalb ist es dann schwierig. Ja, das stimmt, ja. Wird Steven Gätchen mal bei einer Folge für eine Handvoll Donuts mitmachen, schreibt 1220. Oh, wäre geil. Wir können ihn anfragen, auf jeden Fall. Da ist, der Kontakt ist da. Hm? Wir sind Rich Fame Bitch, so quasi. Wir kennen jetzt den Typen, der früher bei ProSieben auch immer hier die Oscars und so moderiert hat. Genau. Findet ihr es manchmal auch so strange, wenn ihr irgendwen seht, so den ihr so euer Alter mäßig und kennt, und dann machen die irgendwas mit irgendwelchen Leuten und die kennt man so aus seiner Kindheit, wo die schon berühmt waren? Das ist mal super strange. Hey, was? Ich habe die Frage noch nicht mal verstanden. Also, ich habe die auch nicht so ganz durch. Also jemand in eurem Alter, also ein Kollege oder Kollegin von uns macht irgendwas mit einer anderen Persönlichkeit oder sowas, die man schon kannte. Keine Ahnung, die Twins machen was mit Thomas Gottschalk oder sowas. So. Also, ja, aber, also, die Twins mit Scooter zum Beispiel. Ja, mit Scooter. Aber, irgendwer singt mit irgendwem oder macht einen Song und denkst, man, die Person kenn ich irgendwie aus den 90ern. Das ist super strange. Ey, was ich am lustigsten fand, war, als Kanye West einen Song mit Paul McCartney gemacht hat. Ah ja, bring die Typen die ganz Twitter-Base so ausgerastet ist. Oh, ich liebe es, wie Kanye West diese unbekannten Künstler so berühmt macht. Oder ich hatte das selbst, so einen kleinen, ja, Fanboy-Moment ist schwierig, weil ich hab, ich bin aufgewachsen mit Giga und Giga Games auf NBC. Sogar weniger Giga, mehr Giga Games. Und das ist so super schwer, jungen Leuten zu erklären, so was das für einen Stellenwert hatte zu der Zeit. So bei ein paar Leuten wie mir zum Beispiel. Dann lass mich dir, junge Mensch, mal erzählen, was das für einen Stellenwert hatte, Giga zu gucken um 15 Uhr am Nachmittag. Naja, aber bei mir war es halt Giga Games vor allem. Das fing ja immer um 22 Uhr an oder sowas und ging bis 24 Uhr jeden Tag. Und da saßen halt so Leute wie Etienne Gardet von Game 2, beziehungsweise von den Rocket Beans. Unter anderem, da waren noch viele andere dabei, auch Simon und so. Und irgendwie war das schon crazy. Wir sind ja dann nach Hamburg gefahren, haben zum ersten Mal mit Rocket Beans gedreht. Und dann saß halt Etienne da, den ich wirklich jahrelang so im Fernsehen gesehen hatte und auch gefeiert habe. Und verrückt, ja. Und vor allem, ich habe da früher, ganz am Anfang, zu den ersten Folgen von Giga Games, saß der immer mit Hannes zusammen da. Und dieser Hannes ist irgendwann, der war irgendwann weg. Und den ich habe noch nie wieder was von dem gehört. Und ich konnte Etienne fragen, weißt du noch was bei dem abgeht? Und ich habe die Antwort bekommen. Und ich war glücklich. Wieder abgedriftet. Holy moly. Oh, hier wird übrigens gefragt, ob ich Great Western Trail probiert habe. Ja, habe ich. Und Alper hat es auch. Ich habe es ihm ausgeliehen. Ein Brettspiel, wo man quasi ein Track spielt, also ein, wie heißt denn das? Man ist Viehtreiber. Viehtreiber, ja, quasi. Also das in einem Track quasi, ne? Und man reist durch den amerikanischen Western-Style-Zeit und muss seine Kühe dahin treiben. Hat die schlechteste Erklärung aller Zeiten drin. Die Anleitung ist furchtbar, aber das Spiel macht schon Spaß. Macht schon Spaß, ja. Also man muss auch, ich habe es ja ein paar Mal öfter gespielt, ich kann nur empfehlen, das auch noch ein paar Mal zu spielen, weil dann öffnet sich einem erst so richtig die Tiefe dieses Spiels und auch wie sehr man sich reinfuchsen kann. Ich finde es auch echt ziemlich cool, aber es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsspiel, sagen wir es mal so. Dafür ist mir das thematisch irgendwie dann einfach ein bisschen zu wenig. Marc fragt, also, ja. Bitte, mach ruhig weiter. Marc fragt, wann macht ihr eine Longboard-Tour? Legende, das war ja für alle, die damals nicht dabei waren, was war das, 2014, als das so abging mit der Longboard-Tour auf YouTube, da waren ja ein paar, alles auf YouTube erlebt, Dena war, glaube ich, dabei, die fuhren ja irgendwie durch Deutschland, oder sowas, Riesen-Event damals, und ich kann einer von uns überhaupt, doch, Alper, du kannst doch skaten, oder nicht? Nö. Also ich habe als Jugendlicher, ich konnte sogar ein bisschen was auf dem Skateboard. Aber dann irgendwann ist mein Skateboard kaputt gegangen, ich habe mir kein neues gekauft und das Hobby war gelaufen. Ich bin vor 10 Jahren das letzte Mal. Jetzt hatte ich mal mit meinem besten Freund, der hatte sich ein Skateboard gekauft und wir sind so auf der Straße gewesen und der fuhr so und ihm ist das so weggerutscht und es rollte so auf die Kreuzung und es kam ein Auto, ist voll drüber gefahren. In der Mitte durch. Und so als Schüler war das halt damals so, das kaufst du dir nicht einfach mal so neu, ne? Ja. Oh ja, wie bei Mid-90s. Ja, stimmt. Ja, genau sowas. Fuck shit. Spoiler. Wenn ihr eine Band wärt, fragt Leger, wer würde welches Instrument spielen? Das würde mich auch mal interessieren. Naja, Jonas und ich können Gitarre spielen. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Alper ist Trommler. Nee, Alper ist doch gelernter Konzertpianist. Naja, nicht wirklich. Aber du konntest es doch mal, oder nicht? Ich habe 3 Jahre als Kind
Deswegen, ich kann gar nicht. Ich kann ein bisschen Noten lesen, aber mehr auch nicht. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht. Wer wäre denn Texter? Oder gibt es Texte oder sind wir eine reine Instrumentalband? Hoppala. Und welche Richtung würden wir denn überhaupt spielen? Rock. Aber Classic Rock? Ich würde sagen, ziemliche Bandbreite. Also wir eröffnen das Album natürlich mit einem Progressive Rock-Stück. Mhm. Gehen über zu einem Classic Rock-Ding und dann. Was? Oh nein. Oder wir machen was Rage Against the Machine-mäßiges. Nee. Wir sind eine Rush-Cover-Band. Oh ja. Oh ja. Ja, dann will ich aber auch singen. Ich dachte, du bist Schlagzeug. Ja. Ist auch okay. Neil Peart. Dann bin ich der Neil Peart. Wer ist denn dann von uns der Geddy Lee? Der Frontmann? Jonas sieht eher aus wie Geddy Lee. Ja, die Brille. Die Brille. Geddy Lee trägt immer Brille, ne? Ja. Das okay. Ja. Und der hat dunklere Haare. Ja. Okay. Aber würden wir kein Crossover machen, also das. Du musst dann rappen. Nee, wir würden ein Genre zurückbringen, das es schon länger. Das eigentlich das Genre sein sollte, das immer in den Charts ist. Opa? Das New Metal. New Metal, oh, ja. Oh Gott. Wir bringen New Metal zurück. Einfach Crossover. Rodera, ich bitte dich darum, wenn du sowas schreibst, rappen mit 2P zu schreiben. Alper muss rapen. Ich werde nicht der Raper der Welt. Aber Jonas, ist auf jeden Fall, wir bringen auch so ein Vinylalbum raus und die zweite Seite, die B-Seite, ist quasi die erste Seite, nur mit Echoing. Oh ja. Alle Tracks geechoed. Das ist richtig geil. Okay, aber Fresh Prince of Bel-Air fragt was Wichtiges. Was hast du denn bitte gegen Rage Against the Machine, Marius? Gar nichts, es ist nur nicht so meine Band. Also, das ist nichts. Also auf Party und sowas, klar, immer, aber ich habe kein Album. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde. Twitch MS hat geschrieben, Child Rape Piss Punk Metal. Und oh Tom fragt, was habt ihr für Gitarren? Das würde mich auch interessieren. Ich habe eine Epiphone SG, eine Squier Stratocaster und eine Fender Mustang. So ein ich hab so eine und seid ihr Gearheads? Nee. Und ich hab so eine. Jonas ist der Softere, der hat halt die Akustikgitarren. Aber mein Nachbar kommt übrigens runter, wenn ich meine Gitarrenverstärker alle anschließe. Dann ich hab tatsächlich schon diverse Musiker so Gearhead-mäßig, nennt man das ja, abnörden hören. Von wegen, die Gitarre macht das, die Gitarre macht das, ja. ich mag das. Und ich hab überhaupt keine Ahnung. Ich habe zweimal in meinem Leben eine Gitarre in der Hand gehalten. Und irgendwie, wenn diese Menschen dann so leidenschaftlich drüber sprechen, irgendwie ist das total interessant. Ich hab das total fasziniert. Aber glaubst du, Alper ist eher so der Hamburger-Typ oder eher so der Single-Coil? Der ist ein Single-Coil-Typ. Der mag diesen Singsang eines Single-Coils. Weil das ist, wenn Geddy Lee ein Ton hat mehr wäre, dann wäre er ein Single-Coil. Definitiv. So, jetzt haben wir natürlich aber warte, meine Mustang hat P90 Tonabnehmer, das ist das Zwischending. Die sind geil. Okay, ich da bin ich tatsächlich raus. Aber der Verstärker macht ja auch den Sound, ne? Also da kommt ja auch, der muss auch stimmen. Ich habe jetzt fröhlich einen reinen Transistoren, eine Transe, wie man so nennt, Verstärker. Und jetzt habe ich so einen modularen auch noch. Da ist auch eine Röhre drin. Und da kann man andere Verstärker mit emulieren. Das ist von Vox. Das ist schon krass, was da rauskommt. Interessant ist das. Jonas, ist das ein iTrust-Mikro, das schon vor 10 Jahren etwa 12 Euro gekostet hat? Nee, Speedlink. Aber es war wirklich. Nee, es ist mir irgendwann auf die Nerven gegangen, nämlich ich habe mir immer Headsets gekauft. Oh nein, hasse ich persönlich. Und ich habe halt nie ein geiles Headset gehabt, weil die alle nach ein paar Jahren immer kaputt waren. Deshalb haben wir jetzt einfach die Kopfhörer gekauft und einfach so ein Standmikro, das ich mal auspacken kann. Ich dann aussehe wie aus so eine Schulsprecher-Maus. Ja. Also auch wenn hier jetzt, das passt natürlich zu mir, dass hier Schokolade drin ist scheinbar. Aber ich hab Schokolade? Vor 10 Jahren gekauft für 7 Euro oder sowas. Das hat halt wirklich 5 Jahre gehalten und fürs Zocken gereicht. Und ich find's auch immer geiler als so
headsetmäßig so ein Mikro in der Fresse zu haben. Hast du das mal? Ich hatte das eine Zeit lang. Es war irgendwie auch ein Glückskauf, es war nicht das teuerste. Aber also 30 Euro oder sowas. Das hat, glaube ich, echt von 2015 an bis letztes Jahr gehalten. Und jetzt habe ich auch umgestellt auf. Ich krieg's ja nicht hier raus. Mein Finger sieht jetzt fast wieder okay aus. Oh Gott, jetzt zeigt er seinen Finger. Ist ja mies. Jonas, was wäre das erste? Ich meine, du würdest ja die Albumcover zeichnen. Stimmt, das steht da hier, ne? Jagdwurst recht. Was wäre das erste Albumcover unserer Band? Und wie würde unsere Band heißen? Das ist wie bei South Park, wo wir diese Christenrockband machen. Das Cover ist dann so am Strand stehen. Einer guckt in die Richtung, andere in die. Aber ich habe auch so überlegt, es müsste auch sowas sein. Wir stehen so auf so einem Gleis, was so in die Unendlichkeit hinten geht. Und so ein Scheiß. Oh ja. Wir brauchen aber wie Iron Maiden so ein Maskottchen. Mhm, das stimmt. So. Es wäre auf jeden Fall ein Kätzchen. Kätzchen? Kein Alfie? Alfie-Kätzchen. Nee, wir haben den das wäre an der einen wie Cat-Dog und der eine Puppe ist Alfie und die andere ist eine Katze. Ja. Oh ja, okay, machen wir es so. Aber warum nicht das Schattenwolf-Logo als Band-Logo? Ist eigentlich... Nee, ist langweilig. Doch, das ist... wir machen eine Metal draus, dann machen wir so Blutstropfen überall hin. Oh ja. Aber ich muss jetzt... Boah, jetzt kriege ich schon von Head-Up. Ich bin nicht so der Fan von diesen übertriebenen Metal-Covern. Also... Da gibt's da, ist mir too much. Es gibt definitiv ein too much, finde ich auch. Ja. Aber es gibt aber auch, wenn du jetzt irgendwie Mastodon-Cover anguckst, die sind auch wirklich Inbegriff von Metal-Cover, aber die gibt's auch in wirklich schön, meiner Meinung nach. Mhm. Die schön indizierten. Ja. Von Cannibal Corpse oder so. Ja, oder. Ne? Oh Mann. Von Hirnteilen und sowas. War es, welche Band war das denn? War es Borkum? Ich bring was leider, meinst du? Ist aber auch nicht. Ist nicht wir machen. Nee, solange es nicht wie Mayhem machen, ist alles gut, glaube ich. Mhm. Oh mein Gott. Meinst du Bursum? Nee, ich meine Bursum. Aber was meinst du? Aber Bursum ist eine ganz falsche Ecke für. Ich meinte Bursum. Oh Gott. Nun gut, anderes was Thema. Was ist bitte. Ambiente Metal? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall was mit Ambiente drin. Was habe ich ja Borkum gesagt? Borkum ist eine Borkum. Nordseeinsel, ne? Ja. Habe ich verwechselt. Bursum. Kann passieren. Aber ist tatsächlich auch so Black Metal. Aquicanus oder der Bürgermeister von Borkum. Ist beides die gleichen. Ja. Pungent Stench haben auch sehr groteske Albumcover. Das muss ich gleich mal googeln. Das klingt großartig. Alfie and the Direwolves. Oh, das ist ein cooler Name. Das stimmt. Das ist ja wie so eine richtige 70er Progressive US-Rock-Band. Ja, Leger schreibt auch, iPad kann ich mir auch als funky Keyboarder vorstellen. Aber so eine Gitarre. Oh, oder so eine Talkbox. Kennt ihr die Talkboxen? Nee. Wie Peter Frampton sie benutzt. Da hast du so einen Schlauch im Mund. Dann sprichst du da rein, gehst in so eine Box und dann so. Ach, das! Hm? Doch, das stimmt. Eigentlich ist das auch cool, eine Funkband zu haben, so wie Parliament oder sowas. Ja. Oh ja. Wie heißt das Ding nochmal? Magnetisches Feld. Oder nur mit den Fingern. Du hast so ein. Theremin. Ja, genau. Auch ein geiles Ding. Gibt's auch ein Selbstbauset, habe ich gesehen. Es gibt ja auch die singende Axt. Oder was auch immer das für eine. Wo man drauf geigen kann quasi. Genau. Ja. Oder wir machen einfach türkische Volksmusik-Schreppkarten. Auch eine gute Idee. Was wär so ein Instrument, was ihr unbedingt können wollen würdet? Wenn jetzt so, kannst du instant können? Ohne Klavier. Arbeit? Klavier. Das habe ich mir nämlich vorgenommen. Das will ich eigentlich noch lernen. So ein bisschen zumindest. Ja, bei mir wäre es Gitarre. Tatsächlich. Ich glaube, ich würde Schlagzeug nehmen. Aber es ist richtig langweilig. Gitarre, Klavier, Schlagzeug. Ja. So, du könntest Saxophon. Oh ja. Saxophon. Ich nehme meine Antwort zurück und sage Saxophon. Ich würde tatsächlich sehr gerne Saxophon spielen können. Saxophon. Ein Alt-Saxophon oder sowas. Aber was ist das? Nee, kennt ihr, wie heißt das? Oktabass. Gib mal Oktabass bei Google ein. Das Riesending? Ja. Ja. Wo du zwei Leute zum Spiel brauchst. Und es gibt auch ein, ich weiß noch nicht genau, die bezeichnen auch Oktasaxophon, ein Oktosaxophon oder so entsprechend großes Saxophon. Diese Instrumente gibt es ein, zwei, dreimal auf der Welt, weil kein Mensch spielt mehr, aber es ist ultra geil. Also, Oktosaxophon findet Google nicht.
Echt nicht? Nee, ich hab aber, mal auf Wikipedia was gelesen. Octobus kenne ich auch, das ist dieses Riesending. Ja, ja, das habe ich immer. Ist geil, oder? Das findet man in so Listen, die man sich so gelangweilt anguckt, wie die größten Instrumente der Welt. Oder Wikipedia von einem zum anderen springen, ja. Ja. Obwohl, Didgeridoo ist auch richtig krasser Scheiß, Lehrer, ne? Also, das ist ja, da gibt's ja Leute, die irgendwie, da gibt's ja diese Atemtechnik, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wie du durch die Nase einatmest und durch den Mund ausatmest und spielst und das halt aber permanent, also wirklich die ganze Zeit. Ja. Was auch richtig schwer sein soll, ist Harfe. Und es gibt E-Harfe. Tatsächlich. Hatten wir nicht mal dieses lustige Gespräch mit dem Jonas, wir beide waren das. Wie heißt das Instrument aus Dune? Gott, wie heißt das nochmal? Palisade. Palisade, ja. Palisade. Da hat nämlich Josh Brolin im Interview verraten, dass er ein begnadeter Palisade-Spieler schon seit der Kindheit wäre. Und Jonas, darf ich das erzählen, Jonas? Jonas hat so gesagt, boah, also haben die einen perfekten Schauspieler gefunden, so mäßig, ne? Ich hatte nämlich auch vorher bereits gegoogelt, ob es das Instrument wirklich gibt, weil mir das so spanisch vorkam. Und es gab es nicht. Es ist ein fiktives Instrument. Marc schreibt, zu Jonas passt eine Mundharmonika. Ich habe tatsächlich eine. Eine von Horner. Ich weiß gar nicht, in was für eine Stimmung die ist. Aber ich habe es nie gepackt. Ich habe es nicht durchgezogen, es richtig zu lernen. Weil da gibt es ja auch diverse Atemtechniken für. Dass du halt auch ne, nicht boostest, sondern die Luft ansaugst und so Vibration reinbringst und sowas. Das ist auch schon mal eine Technik für sich, aber es wäre auch richtig geil. So schön, spiel mir das Lied vom Tod. In dem Forrest Gump Buch wird Forrest Gump begnadeter Mundharmonikaspieler. Das wird denn der nicht in dem Buch? Ja, alles. Exakt. Ich lese gerade die Fortsetzung, ne? Ja, Gott. Da geht's weiter. Könnt ihr Metal Vocals? Oh, nee. Schwierig. Hat ja was mit, aber mit, wie heißt das? Das ist ja auch, was Mönche auch so drauf haben, also tibetanisches Mönch, dieses Growling. Hier Kehlgesang oder sowas. Ja, ja, das machen, Shouting, es gibt Growling. Es gibt das machen tibetanische Mönche eben genauso, das ist die gleiche Technik tatsächlich, also das ist schon sehr aber faszinierend. Aber die beste Technik ist immer noch Echoing! Echoing! Das ist definitiv. Kehlkopfgesang, schreibt Matto. Ja, genau das. Tobi Ornath hat gerade einen sehr langen Text geschrieben darüber, dass er auf einer USA-Reise von seiner Wanderroute abgekommen ist und 5 Stunden Umweg nehmen musste und ganz viele Cinema Strikes Back-Podcasts gehört hat und uns dafür dankt. Wir danken, dass du uns hörst. Also es ist ja eine Win-Win-Situation für alle in dem Fall. Aber danke für diese tollen Worte. Und sorry, Moritz. Moritz hat gesagt, die Geschichte, die ich ihm erzählt habe, das war im Podcast. Ja, das verschwimmt. Ich weiß nicht, wie das bei euch beiden ist, das verschwimmt so in meinem Kopf. So, das hätte ich nicht mehr sagen können. Ja. Ich dachte, das wäre privat passiert. Was passiert, war keine Ahnung. Die Podcast-Amnesie. Wir drei haben schwere Country-Vibes, schreibt Kalk. Ein bisschen Country-Vibes sind gar nicht so falsch, finde ich. Also ich finde das nicht. Also Country an sich finde ich ein bisschen, ist nicht meins, aber es gibt so Bands mit Country-Vibes drin. Also Hotel California hat auch Country-Vibes mit drin, also die Eagles. Definitiv mit Country drin. Ich habe eine LP von den Eagles tatsächlich. Ja. Und gegen Hotel California kann niemand was sagen. Gegen den Song. Oder, das wäre eigentlich die Kombination aus allem. Wir werden zu einer ZZ Top Coverband. Also, ich rasiere mir den Bart komplett ab oder lass mir so einen kleinen Schnorres und ihr beide kriegt so diese Riesenbärte. Ich bin überhaupt kein ZZ Top Fan. Echt? Ich mag das nicht. Gern. So vom Typ her so ganz cool, aber die Musik. Also, das ist jetzt sowas, was ich nicht aktiv anmachen würde. Tatsächlich. Auch hin und wieder kann ich das schon. Also, wenn es läuft, alles cool, aber nicht so. Ja, es geht ja auch so in dieses südliche Country-Ding so mit rein. Teilweise. Southern Rock, ja. Ich mag das. Mir persönlich macht es einfach Spaß. Ja, und sehr bluesig, das stimmt, ja. Ja. Ich bin ja eher was so Richtung eher bei den Briten als bei den Amerikanern. Was Rock angeht. Mhm. Oh ja, eine Glam-Metal-Band, das könnten wir auch gut. So wie. So ein bisschen. Aber nicht so cringy wie Steel Panther. Haha, das ist ja nicht mal Musik. Haha. Ach ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir das auch im Podcast beschworen haben oder ob das einfach. Nee, über Steel Panther haben wir, glaube ich, auch in einem frühen Leben schon gespielt, geredet, oder?
Seitdem ich die live gesehen habe in Amsterdam in Vor-Corona-Zeiten, bin ich tatsächlich weg von denen, weil ich dieses Live-Konzert echt nicht gut fand. Und auch seitdem die jetzt in der Corona-Zeiten komplett Konzerte machen, teilweise illegal und so, das sind so ein alles nicht geil. Aber das sind nochmal andere Themen. Lass uns werden wie Sweet. Das ist Glamrock. Twisted Sister. Auch geil. Habt ihr diesen, apropos Mötley Crüe, habt ihr den Mötley Crüe Film gesehen? Nee, steht auf meiner Liste. Ja, bei mir nämlich auch, ich habe den auch immer noch nicht gesehen. Kennt ihr euch ein bisschen mit Cream aus? Der nicht Band? Wirklich. Also Eric Clapton, Ginger Baker. Es gibt auf Amazon die Ginger Baker Doku. Ginger Baker ist ja vor ein paar Jahren verstorben. Mhm. Absolut wilder Typ. Auch super cholerisch. Schlägt ein Typ interviewt den, fährt dann zu ihm auf seiner Ranch irgendwo im Outback. Ich glaube, irgendwo im Outback wohnt er. Und dann puncht er dem so ins Gesicht. Also der alte, klapperige Ginger Baker klatscht dem eine. Und es geht um das Leben. Der ist irgendwann nach Afrika und hat dann ein Tonstudio aufgebaut, weil er amerikanische Rhythmen, super geiler Drummer, super interessanter Mensch. Und schon eine nette Story, weil er ist die ganze Zeit auf der Suche noch so nach seinem Stil und was ihn glücklich macht. Und er ist immer aggro und am Ende, so kurz vor seinem Tod, findet er so die Band, mit der er das machen kann, was er machen will, und spielt in ganz kleinen Clubs und muss dann auch weinen, wenn er spielt. Das ist so krass. Sollen wir noch so drei Fragen machen oder so? Ja. Dann ich will aber noch gerade sagen, Mac Flango oder MC Flango hat geschrieben, habt ihr schon mal Baby Metal ausgecheckt? Glaubt mir, für den What the Fuck Moment lohnt es sich. Und kennt ihr das? Ja. Nee. Ja. Das ist eine japanische Band, die J-Pop mit diversen Metal-Arten vereint. Gönnt's euch, zieht's euch mal rein. Das ist witzig. Witzig trifft's ganz gut, ja. Ja. Die machen Kawaii-Metal, nennen sie es. Kann man sich, das ist, die haben, ich glaube, die Bühnenshows von denen sind auch Art. Ja. Nun ja, kennt ihr dieses Spinal Tap, Frau Kause-Sieben? Ja, natürlich, klar. Natürlich. Klar, schon tausendmal auch im Podcast besprochen. Ja. Großartig, absolut großartiger Film. Wirklich. Geil. Auch wunderbar gealtert. Ich habe letztens aus so einer Laune heraus eigentlich auch nochmal vorgehabt, meine ganzen geliebten Leslie Nielsen-Filme von früher zu gucken. Das muss ich auch noch machen. Wie heißt der Dings? Er spielt ja auch ernste Rollen. Alarm im Weltraum. Und er hat auch in der Columbo-Folge mitgespielt. Naja, aber die meine ich nicht. Du meinst sie. Nackte Kanone. Meine Nackte Kanone, Agent 00 und vor allem Airplane. Ja. Und Dings. Wie findest du den? Die Verarsche von Bram Stoker's Dracula. Ich weiß nicht, wie heißt denn der? Oh ja, den, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, aber ich weiß, ich habe den gesehen. Aber halt zuletzt tatsächlich als Kind, und da fand ich den natürlich extrem witzig. Ja. Aber Nackte Kanone ist einfach bam. Emeritus hat neulich The Crucifixion gesehen. Warum? Das wäre mir lieber gewesen. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in der Horrorszene kommt er gar nicht so schlecht weg. Und Leute, das kriegt sogar so einigermaßen okay Kritiken, habe ich mitbekommen. Für mich ein riesiges Rätsel. Aber der macht ja auch nicht irgendwie, dass du denkst, der macht irgendwas neu oder ist ultra brutal oder sowas. Der macht ja einfach nur alles falsch. Ich finde den einfach langweilig tatsächlich. So. Der ist ultra langweilig. Diese weirde Pastor-Sex-Szene. Mir wäre dann Exorzismus auch lieber gewesen. Emeritus. Die Gojira-Lieder, die neuen, find ich übrigens geil. Nur um das mal kurz. Allesamt. Kommt ein neues Album. Naja. Der Film hat negativ Spaß gemacht, ja. Sehe ich auch so. Nee, machen wir noch. Gebt uns eure beste Frage in den Chat. Jetzt. Turn it up now! Geil, Dirk Müller ist da. Okay, pass auf. Wir verdienen noch ein bisschen Money. Ich schreibe noch eine Werbung und dann beantworten die letzten drei geilen Farben. Fragen. Farben. Okay, los geht's. Hier kommt die Werbung für euch. Wie werden Babys gemacht hier? Also, wenn Mama und Papa sich ganz lieb haben, steckt Papa seinen Pimmel rein. Wow. Stellen, die beim Stream gemutet werden im Nachhinein.
Ist das so? Nur wenn man Pimmel gesagt hat? Nee, man muss nur ein bisschen aufpassen, was man sagt, teilweise, glaube ich. Bimberle. Bimberle. Ja, ist die Frage, ob also die ganzen Algorithmen schwarzwäldisch können. Vielleicht ist das der Geheimcode. Das ist ja. Wie mit, welche indianische Sprache war das, dass sie im Zweiten Weltkrieg benutzt Navajo. Haben? Navajo, ja, genau. Die hatten doch immer einen Aufpasser dabei, der die umbringt, falls die gefangen genommen werden. Ja. So, Bubespitzle. Wisst ihr noch, was das ist? Pimmelchen? Nee. Bubespitzle, also das heißt, es heißt quasi ein Bubenpenis, ein Jungenpenis, ein Kinderpenis. Ja, ich hab schon beim ersten Mal verstanden. Ja, ja, schon. Aber Schupfnudeln. Schupfnudeln, genau. Ja. Das ist schon extrem eklig. So das eine, was du nicht hättest erklären müssen, hast du so im kompletten Detail erklärt. Haxeiche, hätte ich gesagt. Haxeiche. Haxeiche. Dach in der Brunse. Bubespitzle. Ja, ein geiler T-Shirt-Aufdruck, einfach Bubespitzle. Jagdwurst fragt, habt ihr mal vor, zu dritt in den Urlaub zu fahren und eventuell eine Vlog-Reihe zu machen? Gott, ja. Ist es dann Urlaub? Nee. Es ist kein Urlaub. Also, denn. Letztes Jahr hatten wir es vor. Ja, also zu dritt Urlaub schon, aber Vlog so, ich weiß nicht, ich verbinde mit Urlaub nicht Vlogs zu machen. Ja, ja, genau. Ja, aber wir hatten es eigentlich vor, sowas in der Art. Wir hatten aber vor, nach Hausach zu fahren für ein verlängertes Wochenende. Und das ist tatsächlich, wir waren, also es war final auch, dass wir es machen und wann und so stand alles. Mhm. Und dann kam die Corona-Krise, so leid es mir tut. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht auch nachholen kann. Nächstes Jahr auf ins Weltle. Dann erstmal ein paar hier, ich warte die ganze Zeit, jetzt mache ich hier unbezahlte Werbung. Ich habe hier, es wartet ja schon quasi drauf. Jetzt ist bestimmt wieder spiegelverkehrt wegen der Kamera. Hier, fotografieren im Schwarzwäldle. Ich warte drauf, dass ich es einsetzen kann. Was für ein Magazin war das? Die Zielfoto. Ja. Das Magazin heißt Fotografieren im Schwarzwald. Nee, komm, so. Das habe ich wohl. Gibt es ein kleines, sind Wanderrouten drin, was du gucken kannst und sowas. Und ich will das endlich einsetzen. Ich habe es mir extra geholt und dann kam Corona und ich so, ja, fuck it, ey. Ja. Leck mir am Arsch. Nächstes Jahr. Oh Gott. Kann man auch noch eine Frage und dann haben wir die drei Fragen. Und dann werde ich Velma gucken, damit wir morgen im Podcast drüber reden das können. Das geht hier heute also an. Von der Arbeit in die Arbeit zur Arbeit. Aber es ist sehr angenehme Arbeit, einen Film zu gucken. Von daher ist das sei mal schlecht in Ordnung. Ja, was haben wir denn noch für eine Frage? Such mal was. Ich warte. Also, was ist der Sinn des Lebens? Filme gucken. Genau. Bubespitzele und Filme gucken. Was ist in dem Schrank neben Alpa? Völlig unspektakulär. Nur Schnaps. Ja, in solchen öffnen? Es ist nur Schnaps dran. Boah, wenn jetzt Alfie rauskommt, ne? Wow, Unterlagen. Unspektakulär. Handtücher und Unterlagen. Eine Super 8 Kameras, eine Sanduhr. Das ist ja völlig random. Was ist deine Steuererklärung? Ja, so eine Box zum Bemalen von Figuren. Achso, ich dachte, eine gewisse andere Box. Ja. Welches Video hat am meisten Spaß gemacht zu drehen? Das ist doch eine gute Frage. Der mysteriöse Reiter. Ja, definitiv. Ja, ich muss aber auch sagen, ich fand diesen Eindrehtag cool, als wir den Cinema Strikes Back Trailer gemacht haben. Ja, als wir alle Comics auf den Boden geschmissen haben. Ach, die Comics auf den Boden. Ja. Es kommt gar nicht so rüber im Video. Ne? Also es war richtig viel Arbeit. Ja, das sind so, schaut nochmal den CSB Trailer. Da gibt es diese 2-3 Sekunden, wo wir Comics sagen und dann liege ich da in so einem Meer aus Comics. Und das war halt nicht gefaked oder sowas, sondern wir haben halt wirklich alle unsere Comics aus dem Schrank geholt und da auf den Boden geworfen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und danach haben wir die alle wieder einsortiert. Ja, das hat weniger Spaß gemacht. Ja. Aber das war immer schneller ging als gedacht. Das Schlimme aber, dass es so heiß war bei dem Dreh, dass ich irgendwann noch oberkörperfrei gedreht habe. Und was geil war, wir haben ja den Kinosaal gebucht. Ja. In einem wundervollen Kino hier in Köln. Mhm. Und waren halt allein in diesem Kinosaal für 4 Stunden oder was weiß ich, wie lange das gedauert hat. Ja. 3 Stunden, was auch immer. Und? Das war schon cool. Und es lief jetzt, also wir mussten halt einen Film an die Leinwand projizieren, damit wir diesen Effekt haben. Und der Filmvorführer hat uns Yesterday gezeigt, ohne Ton. Und wir saßen da in diesem Sessel. Und wir hatten da keinen Ton, aber wir haben uns die Story selber zusammengestrickt. Und es war richtig schönes Show, Don't Tell.
konnten ungefähr ausmachen, worum es in diesem Film tatsächlich geht. Ja. Aber habt ihr den mal gesehen? Nee, noch? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ey, ich hab grad. Müsst ihr nicht schauen. Ja, also ich hab kein Interesse tatsächlich. Nee, gar nicht. Stimmt, Danny Boyle kann's besser. Ja. Gut. Ja. Vielen Dank fürs Kinder. Zuschauen. Ja, für danke heute. Schön. Morgen geht's weiter. Morgen ist Filme schlecht gemalt um 19 Uhr. Also schaut doch da wieder vorbei. Nächster Stream zu dritt. Ja. Ihr könnt ja auch Jonas Bilder schlecht gemalt machen. Und dann die schlechten Namen. Jonas Bilder schlecht. Oh Gott. Man muss ja raten, was es ist. Da musst du denen ja Titel geben und sowas. Und du musst sie mir zuschicken, damit ich sie noch abmalen kann. Auf jeden Fall, ja. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Stream zu dritt, kündigen wir demnächst wieder an. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht festgesetzt, aber hat Bock gemacht. Und wenn ihr Bock habt, machen wir das nochmal, würde ich sagen. Und sonst. Wer bin ich? Oh Gott, Young Wrestle. Ich finde, Young Wrestle oder wie heißt der? Der braucht einen Namen, der Typ. Nochmal was? Der Mad Wrestler? Nee, Young Wrestler oder sowas. Der Mad Wrestler sagt gut. Mad Wrestler? Ich weiß nicht. Guck. Ja? Young Junior wegen JR. Gott. Ja. Oh mein Gott. Young okay. J. Okay. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu dem Held der Steine. Der ist gerade online. Raiden wir rüber. Kommt alle mit? Wahrscheinlich irgendein geiles Nintendo-Spiel. Nee, der baut, glaube ich. Ach so. Der weiß nicht. Das ist geil, genau. Wenn er mal seinen Kanal ummünzt und dann einfach wirklich Steine bespricht zu Mineralien. Hank-mäßig aus Breaking Bad. Ja, das wäre schon lustig, das stimmt. Ja, also wir gehen rüber. Los geht's, Raid in 10 Good Sekunden. Graded. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Raid. Okay, ciao.